Ich bin wieder zurück, genau F5. Das unten lassen wir drinne, das Dings mache ich eben aus. Das Gespamme. Also zumindest den Timer mache ich aus. Ich hab Durst. Rester Kusch, bist du nur da? Chat Comments. Mache ich auch beides aussehen. So, den Banner lasse ich so lange drin, den muss ich sowieso wechseln. Schwester Kusch, würdest du mir was zu trinken bringen? Ich habe echt trockene Kehle. Bin ganz ehrlich. Was möchtest du denn? Boah, wir haben ja diesen super-duper Eistee ohne Zucker und ohne Konservierungsstoff und alles von Teekanne. Den, was war denn das nochmal? Weiß gar nicht, was das jetzt war. Pfirsich irgendwas. Granatapfel Pfirsich. Den würde ich trinken. Würde ich echt nehmen. Bin ich ehrlich. Hast du, ja, komm, wir machen einmal Raoul, damit du deinen Wille kriegst. Aber muss ich VOD kurz muten, so. Mann, ey. Da. Komm, ist das Placement vorbei, lässt der feine Herr sich Getränke an seinen Arbeitsplatz servieren. Das stimmt nicht, ich habe nett gefragt, ja. Dankeschön. Boah, sogar eisgekühlt. Ah. Ja, mit Duftkerzen sieht auch super schlecht aus. Das habe ich jetzt natürlich vergessen zu sagen. Also ich gehe schon mal Teamspeak. Aber ich switch mal in Szene. Dann kann ich das schon mal ausmachen, okay. Schon mal Teamspeak gehen. Sind wir. Ich hab nur drei, ja. Und dann starte ich Rage MP. So, da hattest du deinen Raoul. Rage MP. Was habe ich verpasst? Nix. WoW vorbei, jetzt geht ja nur ein bisschen. Wenn was abgeht. Wenn nicht, dann werde ich verzweifeln und nach Hause gehen. Mir ist warm. Bis spät, jo. 20 nach 10. Wird sicherlich ruhig.
Ja, ich habe vorhin schon Streams geguckt, so ganz viele haben schon gesagt, so. Mittlerweile ist es ziemlich ruhig geworden auf dem Server. Hallo Trippy Mila. Hallo GTA. Das kommt, weil du kein Freund mehr bist, warum? Ich bin Tippy Curtis. Hier, GTA. Rage in Peso. Du bist kein Freund mehr, Junge. Ui, was mach ich hier? So, so. Nochmal kurz checken, ob VOD Sound hat. Hat aber. Hallo Dieb. Schwester Kusch ist nur mein Freundin. Ja, komm. Schwutzer. Ja, was geht ab, du Peiner? Wie geht's? Du hast mich angerufen. Na, das hörst du doch, ich bin Ja. krank. Ja, ich höre das. Ja. Wie geht's dir? Und? Mir geht's super. Oh, ich höre Und Mila dir? schnarchen. Oh Gott, Die liegt wenn im du Bett. wüsstest, was gerade passiert ist. Was ist denn passiert? Ich weiß nicht, wie. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. War Mila gerade nur unterwegs? Mila war dies im. Pass auf, mich ruft jemand an Ja. mit den Albert, Worten, Albert, ich habe eine Geisel hier, Dobby. Und die hat Hunger. Also die Geiselnehmer. Die will was zu essen. Und wenn ich der kein Essen gebe, töte die Dobby. warte mal, wer war Also, darüber Geisel? Dobby war Geisel. Okay. So. Und wenn ich dem Geiselnehmer, der mich angerufen hat, kein Essen gebe, dann töte die Dobby. Und die Ja. sind im Mirrorpark. Dann fangen meine Streife an zu funken. Und auf einmal suchen drei Streifen nach dem Mirrorpark. So. Dann fahren wir weg. Beziehungsweise fahren mein Haus an unser Haus. Und Mila fährt dann da gerade weg. Und ich so, alles gut, ist Mila wohnt hier. So. So, dann sind wir dann da reingepusht. Niemand da, außer du hast ja geschnarcht. Ja. Dann ging es weiter. Dann ruft mich der Geiselnehmer an. Ja, 818 Human Labs, da ist die Übergabe. Wieder angestürmt. SD kommt dazu. Ein Riesending. So, aber dort schon wieder keiner da. Da ruft Mila an. Ja, wir haben einen Unfall. Wir sind die Leute, die da entgegenkommen sollen. Und alle so, hä? Die war doch eben erst bei deinem Haus. Ja, keine Ahnung. So, dann ging es weiter mit. Dann hat Mila uns vor Ort erzählt, ja, es geht um Dowie, die hat eine Cola-Mentos-Bombe geschluckt. Ich kann nicht lachen. Dann lass es. Da waren dann drei Streifen, zwei vom SD und zwei Helikopter, weil ich vergessen habe, dem anderen Helikopter abzusagen. Kommen da an wegen einer Patientin von der Cola-Mentos-Bombe und dann flüstert mir Mila zu. Ich war der Geiselnehmer, ich hatte Hunger und hier ist komplett die Stadt ausgebrochen. Und jetzt liegt die im Bett Komplettes und ist am Schnarchen. Ja, Und das die kommt immer alles. nur raus, um Terror zu machen. Boah, Scheiße.
weiß. Am besten fragst du mal selber. Ja, ich frage die, wenn die aufsteht. Ja. Okay, aber das du verpackst den nicht, ne? Nein, habe ich. Ich versuche. Ich habe den Rücken. Ich sag nichts. Und Raven ist jetzt auch ein PD? Ja. Alle unsere Freunde verlassen. Die ist auch hier. Wir müssen uns auch bewerben. Wo? Na, ein PD. Das würden wir niemals machen. Warum? Weil das PD dann untergeht. Dann war jeden Tag Melde Monday. Kannst du dir vorstellen, wir haben Handschellen und eine Knarre und einen Taser. Nein. Und wir waren auf einen Streife. Ohne Scheiß, aber ich glaube, dich wird der Herr Mr. Wench genauso oft anschreien mit Habsbüro wie mich. Nee, wir bleiben Mediziner. Okay. Nur im Norden geht nichts mehr, aber die sind ja alle unter die Brücke gezogen. Ja, wenn ich Verletzte sehe oder sonst was, ich rufe immer den Norden an, dann. Okay. 966. Okay, ich geh mal checken, was abgeht. Ob vielleicht. Ja, ruf mal Mila an. Ich geh jetzt kacken in die Dusche. Mila ist am Haar machen. Was? Ja, das war ein aufregender Tag. Ja. Okay, bis später mal. Bis dann. Bye-bye. Meld mich. Arbeit, Arbeit. Jojo. Hallo? 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 Braucht ihr Hilfe? Muss ich arbeiten zum Kommen? Nö. Warum nicht? Du kannst gerne. Wir freuen uns, aber du musst nicht. Aber ist was los? Nicht so sehr gerade. Seid ihr denn oben oder wo chillt ihr? Ja, oben. Okay, ich komm gleich mal. Ja, cool. Over and out. Out, out, over. Wenn die Karre denn hier ist. Wo ist unser Auto? Voll die Frau, ne? Ach, das ist eine Garage. Mina hat es eingepackt. Oh, es gehen die Polen ab. Herr Mila, Alter. Entschuldigung. Hallo, Soko. Und Karen, danke schön für die Wies am 16. Guess who's back? Ja, du. Und Faxi, hallo. Oh, lange nicht mehr gelesen. Danke für die Wies am 56. Geht nie ab, Alter. Huste mich an. Alles Slavik. Eigentlich muss ich den Lück anrufen. Ich wollte ihn ja gestern oder heute erzählen. Ich wollte mal fragen, ob man da nichts machen kann damit Bennys. Und Silberrücken, danke für die Wies am 39. Monat. Ach ja, was geht ab? Ach, da steht die Karre. Warte mal, ist die kaputt gewesen? Oder kann ich die so nehmen? Was ist mit der Karre? Mila! Was hast du mit dem Auto gemacht? Ich kann die nicht jetzt vom Hof fahren. Ich frag mal da vorne. Boah, Mädchen, Alter. Ganze Karre. Weiß nicht. Halt's Maul. Wenn jetzt keiner hier ist, ne, dann nehme ich die einfach mit. Wenn die überhaupt noch fährt. Hallo? Oh, oh. Hallo. Ja? Ist der Chef hier? Mein Auto steht ab vorne, ist komplett zerbeult. Ist gerade schlecht, wohl. Was ist denn hier los? Wurden überfallen. Das wissen wir selbst nicht. Oh, oh. Ihr wolltet überfallen? Ja, das ist richtig.
Ach du Scheiße, sind die noch drin, ne? Das kontrollieren die Kollegen da gerade, ja. Alles sicher. Sicher, ist niemand drin. Scheiße. Dann geht mal gucken, Jungs, ob da was fehlt. Ja, wir gehen da mal eben schauen. Genau, guck mal, was fehlt. Aufschreiben können. Ich wusste gar nicht, dass man sich an hinten an den Powder dranhängen kann, wie beim Müllauto. Ja, ich jetzt wissen was. Okay, Überraschung. Was können wir für Sie tun? Wo ist Ihr Auto? Na, du steht da vorne. Das weißt du, der Chicken Mila. Ah ja, komm, mach mal eben. Der hat so, voll die Bollen. Oh, Entschuldigung, kurze Frage hier. Ja. Also. Kann man den ausbeulen? Ja, das können wir schon hin. Oh mein Gott. Habt ihr den abgeschleppt oder hat meine Frau den da geparkt? Das ist eine gute Frage, gell? Weil das steht da vorne, das sind da die abgeschleppten, oder? Ja, ich muss gleich mal ins Plätzchen gucken, gell? Was mit dem ist. Von wem wurde der denn überfallen? Keine Ahnung. Also hatten die Masken auf? Ja. Solche Penner. Ja, witzigerweise, ich hatte Kopfweh, ich komme hier wieder, auf einmal sind sie hier alle, also verrückt. Wildcats. Na, dann schauen wir mal auf den Computer. Ja, sieht ganz schön zerbeult aus. Ja, das sieht gut aus, das ist richtig. Ah, schauen wir mal gerade, was steht denn drauf? Check. Wildcats, so. Das wird bestimmt wirklich teuer. Oh, so ein Pistier, aber das sollte im Rahmen bleiben. Ja, das steht gar nicht im Plätzchen drin. Das ist, Na, dann hat die den hier einfach geparkt. Ja, das kann sein, ja. Aber ich würde den trotzdem gern ausbauen lassen. Und einmal checken lassen. Ja. Wie heißt denn die Frau? Mila Kusch. Gucken wir, ob du... Ah, hier, ja. Mira Kusch, ja. Nein, Mila. Ah, okay, hier hat irgendeine Mira aufgeschrieben. Dann machst du aus dem R mal ein L, gell? Ja, geil. Ja, der wurde gerade eben erst abgeholt, tatsächlich. Ganz frisch. Wo stand denn der? Human Labs. Was hat denn die Karre in Human Labs gemacht? Gute Frage. Boah, die Frau. Ist es ein Chinke Mila? Ja, genau. Von Mila. Ja, dann, trage ich den um, dass der halt dann offen ist, ne? Dass wir den machen. Keine Sorge. Genau, können Sie, denke ich, dann mal morgen abholen oder wie so. Wie morgen? Ich brauche das Auto jetzt? Ja, das wird dann schwierig, du. Warum? Ja, siehst du ja selber, was da vorne los ist. Ich glaube nicht, dass da jetzt gerade einer dazu kommt, was zu machen. Ja, aber die sind doch weg, die Verbrecher. Ja, aber die Polizei und so ja noch nicht. Und der Schock ist ja auch noch dann nicht. Dann fahre ich mit meiner anderen Karre. Genau. Die denn wenigstens abgeschlossen? Das kannst du mal gucken, auch nicht. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, hast jetzt du gemacht, aber. Ja? Ja. Gut, wunderbar. Okay, dann bis morgen. Alles klar, achso, gibst du mir nochmal deine Rufnummer, dann schreibe ich die auf, dann können wir dich direkt anrufen oder SMS schreiben, gell? Also wir haben jetzt die von der Mila Kusch haben wir jetzt drin. Sollen wir deine auch noch aufschreiben? Ja, können die gerne machen. Ja, dann machen wir das, komm. Das ist die 51. Ja. 93. Und 34. Ja. Also 519334. Genau. Wunderbar. Super, dann du bist der? Curtis Kusch. Gut, so hab ich aufgeschrieben. Sobald er dann erledigt ist, schreib mir SMS oder rufe an, gell? Alles klar, danke. Super, dann wünsche ich dir was, morgen. Gell? Bye bye. Tschüss. Ich hasse dich, Mila. Du machst alles kaputt. Bist du die Klangen von bei Human? Hab ich mein Cheboreg, Alter? Ja, ne? Kann ich mit so einer Drecksgurke rumfahren? Lässt die Karre einfach bei Human Labs stehen, Alter. Das ist der Wahnsinn. Eigentlich war der im Kofferraum drin. Ging das denn nochmal? Naja.
Ja, Pinsitz Karre steht hier, weil die Mila hier geparkt hat, wahrscheinlich. Was wollte ich machen? Ja, hallo, Kurt. Was zum Teufel hat Mila angestellt? Der Pinsel hat mir gerade was erzählt, der hat euch entführt. Und dich. Also, tschüss, dankeschön für alles, passt auf euch auf. Und der hat unsere Karre komplett kaputt gemacht und bei Human Labs stehen lassen. Ja, ich lass dir das von ihr erklären am besten. Ja, die liegt zu Hause im Bett, ist voll im Schnarchen und hat einem Grinsen im Gesicht. Die hat mich entführt. Warum? Und mir eine Bombe in den Bauch gesetzt. Ja, eine Cola-Dingsbombe. Ja. Das ist aber keine echte. Warte, erzähl ich dir gleich, Happy. Ja, und dann kamen ganz viele Polizisten. Insgesamt 10 Autos oder so. Und dann wussten die nicht, was sie machen und wollten mir die Bombe aus dem Bauch schneiden. Also Mila wollte mir die Bombe aus dem Bauch schneiden. Auf der Straße. Aber die haben mich dann mitgenommen. Und dann haben die das alles aus mir rausgequetscht. Und da habe ich ganz viel gepupst und gerülpst und jetzt weg. Was ist denn schon mit los mit euch? Die wollten nur 4 Stück Kuchen haben. Die hat sie jetzt. Aber ich muss darunter ein bisschen leiden. Ihr seid alle bescheuert. War nicht wahr. Wow. Wow. Aber sag nicht, dass sie das war. Wir haben gesagt, dass das ein Typ war mit Teufelmaske. Nee, ich sag überhaupt nichts. Okay. Ich gehe jetzt. Viel Spaß. Pass auf dich auf. Okay, du, bye-bye. Jetzt kann ich die scheiß Cookie in den Tanken gehen. Das ist nicht dein Ernst. Dieses Mädchen macht nur Chaos. Bevor ich arbeiten gehe, quatsch den Lippen an. Gibt mal wieder Zeit für ein Geheimtreffen. Das ist aber, ja, eigentlich ist das ein schönes Auto. $75, ich werde wahnsinnig. Mr. Kusch, grüße. Du hast dich ja immer noch nicht gemeldet. Ich dachte, Sie melden sich. Das war ein Missverständnis, Mr. Kusch. Ich bin mir sicher, dass du gesagt hast und auf mich zu mistern. Nee, wer ist denn hier der Polizist? Du Schwanz. Ich habe immer recht, habe ich gehört. Na, ich muss dir was Dringendes erzählen. Man muss dich mal treffen. Okay, ich muss gerade zum Gespräch im Chief. Ich muss jemanden kündigen. Ja, danach komme ich. Wer wird gekündigt? Pinsel? Das verrate ich Ihnen dann unter 4 Augen. Nee, bei okay. Pinsel ist alles gut. Der darf nur nicht mehr sagen, dass er ein guter Fahrer ist. Dann fahre ich jetzt ein bisschen durch die Stadt. Wie lange dauert das? Ja, ich hoffe, dass ich maximal 5 Minuten da raus bin. Dann fahre ich jetzt 5 oder 10 Minuten im Stadt rum und wenn du so lange brauchst, gehe ich schon mal arbeiten. Alles klar, Mr. Kusch. Ich komme gleich. Ich denke an Sie. Bye-bye. Gut, Grüße. Arschloch, Dummes. Gucken wir mal, was abgeht in der City, Alter. Samplex, danke schön für den Prime 17. Und Luke, danke für den Prime 9. Heute allein? Ja, Mila war schon drinne. Jo. Ist auch schon spät, ne? Mal gucken, was abgeht. Ich kann auch allein unterwegs sein. Ich werde das schon schaffen, ne? Voll früh, Junge, guck mal am Tacho. Wir haben gleich schon 11 Uhr. Oh, die haben wieder auf.
Das ist nur jung, Junge. Ja, leider ist im Norden anscheinend nicht mehr so viel los. Und die Leute, soweit ich das verstanden habe, rufen auch nicht an. Das läuft alles über Central. Und da wir ja von denen so quasi weg sind, werden die auch nicht mehr, glaube ich, in Zukunft mit dem Baker zusammenarbeiten. Auf irgendeine Art und Weise. Wo sind die eigentlich? Wo ist ein Piep und so? Hier steht eine Karre, Alter. Oder sind die umgezogen? Die haben ja Bandana Cross gemacht. Haben wir ja gestern erfahren hier mit denen, ne? Ja, Red Dead Redemption. Oh, nur eine Karre. Wie cool ist das? Salty Man, danke schön für den Prime 8 sonst. Du bist ein stinker Teddy. Haben hier nicht mal Leute gewohnt? Ach du Scheiße. Bin hier schon wieder ab. Ich glaube, da wurden wieder $500 nicht bezahlt. Donnerstagabend, ne? Hallo? Ukulu! Da ist mir schon wieder. Wir stehen hier nur. Ja, ich stand ein Pounder, Mann, keine Ahnung, wo der hin ist. Wurden hier schon wieder $500 nicht bezahlt? Wer bist du denn? Was? Wer bist du? Curtis! Wer ist Curtis? Curtis! Der gute alte Curtis, wenn sonst. Genau! Warum das gibt's zu? Von den Wildcats. Wildcats! Eine Klappe. Die pushen gleich über rechts, ja? Deswegen dichten sie links ab. Was ist hier schon mal los? Ach, Geiselnahme ist hier geendet anscheinend. Mit einem Pounder. Die haben gerade im Mirror Park hat jemand irgendwas zu befallen. Ja, ja, Repairs. Das waren die. Ah. Wer war das? Keine Ahnung. Wir haben es nicht mitbekommen. Wir haben nur einen Pounder hier stehen sehen. Wo ist denn die Roxy? Hä, die ist doch gerade reingegangen. Warum fragt die dann, wer ich bin? Ist die doof? Was für eine Mutti. Ja, du hast sie jetzt aber auch nicht erkannt, ne? Ja, das stimmt. Aber sag das keinem. Wie heißt du nochmal? Curtis. Okay. Uwe. Curtis Uwe Streuner. Ach, gehörst du zu den O'Neills? Wohnst du auch unter der Brücke? Bist du bescheuert? Ein bisschen. Ja? Sehe ich so ja, aus? Ja, zu mir oder ja zur Brücke? Zu dir. Aber zur Brücke ist noch offen, oder? Nee. Da muss ich ja Leute verkloppen für $500. Gott. So gut bezahlen die? Scheinbar. Nee, die wollen $500. Und Bennys. Ah, die holen immer Kaffee ab. Verstehe immer noch nicht, warum die aus dem Norden hier runtergekommen sind. Na, anscheinend wurden die vergraut von den Sheriffs. Ja, weil ich dachte, da oben heißt es, alle halten zusammen. Hab ich auch gedacht. Die Sheriffs helfen doch auch den Kriminellen da oben. Den kriminellen Gesindel. Vielleicht sind einfach viel mehr Leute in der Stadt. Das auf jeden Fall.
mir Geld zu holen. Ich sollte nur von Curtis ausrichten, er hat dich auch nicht erkannt. Ja, der hat gerade gefragt, wo du bist. Du bist ein richtiger Random. Er hat gefragt, wo Roxy ist, habe ich gesagt. Die hat doch gerade mit dir gequatscht. Oh, ach so. Da sollte ich dir nur ausrichten. Oh, ich würde fahren. Ach, Quatsch. Ich würde fahren. Okay, geht die andere Seite besser. Was willst du machen, wenn ich im Auto sitze? Polizei, Gewalt, hallo! Hilfe! Polizei, Gewalt, Steig hallo! Aus. Hilfe! Muss dich hauen! Da tritt ein Mann gegen mein Auto! Ist das ein Problem? Die tritt einfach gegen mein Auto! Ja. Ist das bescheuert? Wir können weiter haben. Ich bin ein zahlender Kunde! Also, Sie haben die Situation unter Kontrolle oder ja, was? Telefoniert, ja, Mr. Heisenberg, ich habe alles unter Kontrolle. Ja, wir haben tatsächlich. Ja, hier genau, wieder Crystal okay. Kochen. Aber ich kann gerade fragen, Supi. Ob er noch was da hat. Haben die Cops eine Wette verloren oder warum tragen die alle jetzt Glatze? Die haben bestimmt eine Trembo-Kur oder so bekommen, Mann. Die haben alle dicken Bart und Glatze auf einmal. Damit sie ein bisschen mehr austeilen können. Und wer seid ihr? Wir sind Arbeiter von Bennys. Ihr seid doch Gangster. Ja. Das sieht man doch an den Tüchern. Nicht alle. Nee, das ist einfach nur, um nur wieder mal das Öl abzuschmieren. Ja, pusht alle von rechts. Nee, von alle links. Pushen von, genau. Man muss die Ausnahme sein. Wir decken Dächer, weißt du. Dachdecker. Immer die besten Brettchen am Start. Nee, der Herr im Auto, wir haben keinen Co. Mann, wir sind die... Als ob dir das Kurve, interessieren Mann. Würde. Ja, selbst wenn, sind sie zu unfähig. Okay, ich schau wild ab hier. Okay, ihr seid alles Kriminelle. Nimm den hoch, nimm den hoch. Tschüss. Mann, ich dachte, hier gibt's Schöpperei, Alter. Hallo Svenske. Guck mal, eine Pennerbrücke. Ja, das ist aber manchmal echt hart, Sachen zu finden, ne? Alle sind so verstreut. Ja. Dann fahr ich nach oben. Also ich kann euch sagen, als der Pähler, wenn man nichts findet, das ist super unangenehm. Gib mir jetzt ab, Alter. Da fahr ich hinterher. Wo fahren die denn hin? Ich glaube nicht mal, dass die in irgendwelchen MLOs abhängen. Gehen die jetzt den Penner-Dings auseinandernehmen hier? Oh mein Gott, die schleppen alles ab. Ich muss den Roy anrufen. Wenn der denn da ist. Nee. Dann fahr ich da oben. Ich glaube nicht, dass die in MLOs abhängen. Das ist einfach, die sind alle auf der kompletten Map verteilt. Oder auch beides. Oh boy, oh boy. Trux, Dankeschön für den Restart im 12. Monat. Ein Jahr. Dankeschön. Dankeschön, Svenske. Aber geht schon wieder. Eigentlich bin ich fit. Auf jeden Fall ist das aber super unangenehm. Schon fast wie so eine kleine Verzweiflung. Wenn man richtig Bock hat zu zocken, aber... Man findet irgendwie nichts. Oder man findet keine Anlaufstelle, wie so ein riesen Hotspot, wo wirklich alle hingehen, die mal Langeweile haben. Da hängen die Leute lieber irgendwo immer eine Vierergruppe zusammen am Strand oder sowas ab.
Deshalb gehen auch viele dann in so ein MD rein oder ins PD, weil du da immer deine Arbeitskollegen hast. Du hast quasi ständig mit Leuten Kontakt. Auch wenn es deine eigenen sind. Aber Zivi-Life echt schwer. Oder du schließt dich auch immer solchen Bewegungen an und ziehst auch unter der Brücke oder nach Grape Street oder so. Oder wo vorher die ganzen Hotspots mal waren. Warum trauriges Smiley? Aber die Karre klingt wie ein Rasenmäher. Hallo, warum seid ihr traurig? Ihr sollt schlafen. Tut mal jetzt nicht so, als würde euch interessieren, ob ihr RP gibt. Ihr benutzt das hier eh nur zum Einpennen. Mir gefällt es. Ich habe kein Problem damit. Gibt's ja P? Wenn ich welches finde, will ich ja. Miley Ghost Mode, ich bin glücklich. Ja, GZ, GZ. Wenn wir dem alten Mann mal sagen, dass er nicht so viel reden soll, ich höre den Rasenmäher kommen. Ich klappe. Ja, Pinsel. Du musst kurz telefonieren. Okay. Hallo? Ja. Du musst zum PD kommen. Warum? Weil der Jean-Luc das gesagt hat. Jetzt bin ich fast oben bei Arbeit. Ja, ich strebe da. Soll ich ins PD kommen? Ich dachte, du musst zum... Also Jean-Luc hat gesagt, dass du ins PD kommen müsstest? Ja. Um mit Jean-Luc und mir irgendwas zu machen? Ja, ich wollte nur ein paar Infos wieder raushauen. Ja, genau. Oder warte, du gehst arbeiten wir und nicht nachher ab. Nee, ich komme nicht zählen. Ja, aber Jean-Luc hat gerade noch keine Zeit, der ist mit dem Schiff unterwegs. Ja, aber warum sagt er denn, dass er da hinkommen soll? Hat er nicht gesagt, er hat gedacht, du bist schon hier. Das sagt er. Okay, dann fahr ich zur Arbeit und dann kommen wir gleich dahin. Ich kam es gleich. Oh boy. Ein Mord. Pentagon, danke schön für die Wies am 44. Hollywood-RP gibt's hier. Ich würde es mir sehr wünschen. Aber ich glaube, bei anderen geht auch nicht viel mehr. Weil wenn es so wäre, wenn es Eltern hätte ich, dann mache ich irgendwas falsch. Und ich hoffe, dass ich nicht tue. Oh, das sieht spaßig aus. Was geht ab, Bakashi? Das sieht echt spaßig aus. Haben die alle keine Arbeit? Howdy. Hallo. Ja, doch, wir haben immer Arbeit. Ich bin gerade durch die Stadt gefahren, ist irgendwie nichts los. Ja. Außer super viele Abschlepper bei dieser Pöllnerbrücke. Was habe ich verpasst? Nicht viel, wir hatten vorhin Dori da. Die hatte eine Bombe im Bauch. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Ja, und weißt du, was das Schlimme war? Was das war dann? Hier oben am Human Labs und das PD hat uns nicht angerufen, sondern unten. Und warum machen die das? Weil jetzt du einen ganz wichtigen Auftrag hast. Du bist doch gut mit dem Typ vom PD, oder? Oder mit Typen vom PD. Ja. Du siehst genauso aus. Was soll das heißen? Oh Gott. Ich,
braucht jemand, der den verständlich macht, dass sie die 966 auch anrufen, weil wir auch ein eigenes Gang ausmachen. Nein, ich kann versuchen, dass du einen Termin beim Chef kriegst. Und dann kannst du dir... Ja, okay, ich will Dr. Chuck jetzt nicht unbedingt mitnehmen, weil der kommt drüber wie ein Serienmörder. Dann nimmst du den noch jemand mit und dann sagst du dem Chief Bescheid. Ja, oh, so wenn man vom so Teufel redet. Hallo, Dr. Chuck. Hallo, Chef, wir sind am Arbeiten, gerade Arbeitsbesprechung. Ja, tatsächlich, das ist eine Patientin übrigens, die Frau Blum. Dr. Chuck? Ja, Frau Blum, guten Abend. Hätten Sie eine Minute? Natürlich. Ich glaube, das ist seine Frau, oder? Weiß es nicht. Auf jeden Fall verstehen die das unten nicht. Ja, das Ding, was ich mir vorstelle, ist, dass der Chef da dann Bescheid sagt, aber die Leute es trotzdem nicht machen. Ja, das ist halt die Frage, weil die meisten Anrufe kommen halt über PD rein, ne? Auch unten. Man muss vielleicht ich treffe mich gleich eben mit dem Officer Lück und mit dem Pinsel. Und dann werde ich dem Bescheid sagen. Ja, ob vielleicht können die da noch irgendwas machen, weiß nicht, dass die uns halt auch, ne, wir fahren ja überall rum, so, wir sind auch genauso schnell unten wie alle anderen, weil wir halt auch unterwegs sind dann, wenn wir was zu tun haben, so, ja. Aber ich habe das schon befürchtet, dass wenn man das irgendwie splittet alles und unabhängig macht, dass die Leute das nutzen, was die schon kennen die ganze Zeit. Ja, auch genau, und das muss man denen halt austreiben und das, eigentlich machen das relativ viele, also relativ viele rufen hier oben schon an, aber das PD halt eben nicht und das wäre halt aber Auftraggeber Nummer 1 ein bisschen, ne? Wenn hier oben was passiert, ne? Die rufen nicht mal an, wenn hier oben was passiert. Weil die uns nicht kennen. Aber oftmals. Ich meine, wenn überhaupt irgendwas passiert. Ja, das ist ja. Wie aber willst du denn passiert, auch gegen Central ankommen, wenn da 60 Leute arbeiten? Ja, gut. Mila, du bist böse. Naja, ich quatsch gleich mit denen. Das Ding ist auch, weißt du, wenn wir jetzt mehr Aufträge reinbekommen, kann ich auch mehr Leute einstellen. Ich habe Leute, die gerne hier arbeiten würden. Ja, aber das können doch ohne Aufträge. Ja, aber ich will, dass die Leute hier was zu tun haben, weißt du? Und gerade geht's so, wenn jeder 2-3 Aufträge am Abend hat und dann noch ein bisschen rumfällt mit den Leuten, quatscht, sich vielleicht auch noch was sucht, dann ist das ja vollkommen in Ordnung. Aber ich will nicht wie unten im Central, du hast das mitbekommen, wie das da ist, da kriegst du an einem Abend vielleicht mal einen Auftrag oder mal zwei und dann war's. Ja, kommt davon, ob die Leitstelle dich leihen kann. Ja, das vielleicht auch, dann kriegst du vielleicht auch keinen Auftrag. Ich verstehe das so oder so nicht, warum. Warum es erst 3 Krankenhäuser gab und jetzt gibt es 2 und die sind so riesig mit so vielen Angestellten. Aber der Staat wird sich schon was dabei gedacht haben. Ja, mal schauen. Oder hat überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Gut, aber schau mal, wir haben 23 Uhr unten, die haben 60 Mitarbeiter. Davon sind 14 Stück im Dienst aktuell. 14. Die haben wahrscheinlich auch nichts zu tun. Und wir sind 6 Leute. Das heißt, wir sind besser besetzt als die da unten mit der Anzahl. Verstehst du? Ja. Von dem her, also, ne, wir haben halt die aktiven Schönen Leute. Ja, ich weiß. Halt alle, die unten stellen halt einstellen ein. Und das interessiert sie nicht. So. Naja. Ich quatsch gleich mit denen, dann gucke ich, dass man da vielleicht Termin klären kann. Ja, das wäre super, dass man da nochmal spricht. Junge, die LEDs von meinen Lüftern unten und flackern. Wenn die uns nämlich öfters anrufen, sind wir auch schneller in der Stadt. Noch schneller, weil dann viel mehr Leute unterwegs sind. Und wir haben Helikopter, wir fliegen ja auch. Viele Leute von uns fliegen. Ich meine, dieser Curtis, der hat ja auch wahrscheinlich nur eine Woche Flugverbot, dann darf er wieder fliegen. Nach der Resozialisierungsmaßnahme. Aber schon, ich habe gestern schon, als ich mit Mila unterwegs war, bei Bennys und so, haben wir schon mitbekommen, dass es momentan sehr ruhig ist. Ja, was vielleicht so passiert da einfach nicht viel. Was Verkehrsunfälle, Schießereien und so angeht, auf jeden Fall. Ja, aber was willst du sonst verhandeln? 3-4 Stück. Ja, die Leute kommen ja gar nicht. Die fallen vom Dach und kommen nicht her. Ja. Die denken, das heilt schon aus, weißt du? Das ist aber eine andere Sache. Aber ich würde den Bein abschneiden dafür. Verstehst du? Die kriegen hier super medizinische Behandlung. 2 Wochen hier Rollstuhl und... ein Bein weniger. Genau, aus dem Grund kommen die ja nicht. Ja, genau. Weil die nicht mal Lust haben, sich eine Stunde lang auszuruhen. Deswegen ist die Grove letztes Mal auch zu mir gekommen und hat gefragt, wie lange man denn hier krankgeschrieben ist, wenn man mal so und sowas hat. Weil das kommt darauf an, was dir passiert ist. War die Frage. Ja, bitte? Wie lange wir operieren, war die Frage. Ach ja, genau, wie lange wir operieren. Wie lange dauert eine OP? Weil unten anscheinend OPs mal 2 Stunden gehen. Ja, das ist ja hier oben nicht so. Nee.
Hallo Dr. Chunk, wie geht's Ihnen? Gut, jetzt erzählt mir mal, worum geht's denn? Der Dr. Hühnchen wird gerne einen Termin haben beim Chef vom Polizeirevier. Damit man da mitteilt, dass die auch uns anrufen können. Und nicht immer nur Sandwich. Okay, okay, das ist mutig. Mutig, warum? Ja, ob man da... Ja, soll er gern machen, wenn er möchte. Aber das ist doch eine ganz normale Bitte. Es geht auch ein bisschen um die Falle heute, dass was im Norden passiert ist und trotzdem das Central unten angerufen wurde. Ja, weißt du, wer oben angerufen hat, unten angerufen hat? Mila. Mila? Mila war dort und hat mich angerufen und gejammert, dass es ihm die nicht kommt, obwohl sie schon angerufen hat. Mila war ruft Mila unten an. Ja, ich verstehe es auch nicht. Liebe Mila, sicher? Heute schreibe ich dir unter Tränen. Ja, mach das mal. Schreib dir mal eine SMS. Ich glaube nicht, dass Mila unten angerufen hat. Sie hat mich angerufen und hat gesagt, sie ist überfordert. Die Mediziner kommen nicht, ob ich kommen kann. Da sage ich, warum? Ich habe nichts mitbekommen. Wir dann hat sie wahrscheinlich auch nicht dran gedacht. Das ist es halt. Die Leute machen das dann, was sie sich gewöhnt haben. Genau, das ist das Problem und das müssen wir aus den Leuten... Das haben wir schon versucht mit diesen ganzen Posts, da steht ja überall immer die Nummer extra dabei, weißt du? Aber ich bin ganz ehrlich, auf VNet, das merkt sich keine Sau. Ja, das ist ja... Wir versuchen die Bilder extra kreativ und schön zu gestalten, weißt du? Ein bisschen abgehoben und, ne? Wie wär's, wenn wir mal bei Paletti nachfragen? Nach Visitenkarten? Wo einfach nur die Leitstellen... Ich glaube auch nicht, dass das Ding was bringt. Einfach mal so verteilen zwischendurch. Ich will ein RTW, wo meine Scheißnummer draufsteht, das will ich. Oder einen Stützpunkt unten. Das Davis wäre ja bald leer. Was für ein Davis? Selbst in Harmony wäre es gut, weißt du? So mittendrin. So, das heißt, man kann alles machen. Ja, das wird trotzdem nichts nützen. Die Leute rufen trotzdem die gewohnte Nummer an. Das Einzige, was etwas bringen würde, ist, es gibt eine Nummer und dann ist es 50-50, wo du ankommst. Ganz einfach. Aber ich glaube... Das ist zu schwierig. Das wird der Staat nicht machen. Das hatten wir ja früher schon mal und ihr wisst, wie das ausgegangen ist. Nee, ich war da noch nicht da. Wie ist denn das ausgegangen? Ja, es ist schlecht. Es ging ganz gut, aber da ist irgendjemand mit dem Hubschrauber in den Tunnel und dann kam die Feuerwehr. Ach Gott, das war ja schrecklich. Warte mal. Es waren auf Zeiten. Ja, ja. Ach so, ich bin da entschuldet. Nein, du bist... Ich glaube, das war der Subtext. Nein. Man kann doch immer noch zum Zahnarzt gehen und sagen, wollen wir das zusammenarbeiten? Um Himmels Willen. Ja, siehst du? Der hat keine Lust drauf, mein Dane. Weil wir anders arbeiten als die. Wir hatten unten viel weniger Aufträge als aktuell hier oben. Echt? Ja, auf die Person, auf Personen gerechnet, ja. Ja, das stimmt. Die unten stehen auch den ganzen Tag herum. Ich meine, das sind 60 Leute. Wie willst du da 20 Patienten aufteilen? Das habe ich auch schon gesehen. Die stehen immer wieder bevor. Oder ja, allgemein stehen die noch. Halt die stehen sich halt gerne wüst im Bauch und reden gerne miteinander so. Ja, genau wie wir das gerade tun. Ja, genau. Das ist absolut langweilig. Ja. Deswegen fahre ich immer rum und behandle die Leute immer so, ne? Schön, ja, das macht Mila und ich machen das ja auch. Wir fahren rum und fahren die Leute. Ja, Mila und Curtis, ihr müsst euch aber bei der Leitstelle anmelden. Wo? Ja, ihr müsst euch hier anmelden. Entweder über Funk anmelden, dass ihr da seid, oder wenn niemand da ist, die Leitstelle besetzen. Sonst schnappt euch die Stadtverwaltung, da sind sie sehr kritisch. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Einfach, wenn du anfängst, irgendeine Arbeit zu tätigen, gehst du einmal an Funk, sagst einmal Hallo und guckst, ob die Leitstelle besetzt ist. Wenn nicht, nimmst sie kurz an. Aber ich war bisher noch nicht da, wo niemand da war. Oder? Ja, dann ist doch easy. Da, deswegen. Mila war vorhin da? Das war gegen er auf Mila. Mila war vorhin da, hat sich nicht gemeldet. Sie muss sich nur kurz melden, weil die Stadtverwaltung halt sonst meckert. Aber Mila war doch nicht im Dienst, oder? Ja, doch, die war ja eingestempelt. Und das FZ, das ist dann Untergrundmedizin und das ist schwierig. Ja. Ja, okay. Ja, vielleicht hat sie... Die war ja da in so einer komischen Situation. Vielleicht hat sie nicht dran gedacht. Ja, ist ja schon okay. Nur, dass ihr es wisst, stempelt euch lieber aus am Abend. Okay. Na, wir haben uns gestern nicht ausgestempelt, weil wir gesagt haben, sobald wir aufstehen, kommen wir. Aber ich habe ein bisschen verschlafen und deshalb bin ich jetzt da.
Gott, ist so lange, wie ich dich kenne, da hat es zwischen dem Aufstehen und dem in Dienst gehen bei dir doch immer ein, zwei Stunden, weil so viel dazwischen passiert. Ja, das stimmt. Auf dem Weg nach Norden. Na eben. Aber es war geplant, dass wir sofort kommen. Ich bin ja auch sofort hergekommen jetzt. Ich bin wach geworden und hab direkt gepunkt. Aber wir melden uns einfach ab. Okay. Nicht, dass das nur Ärger gibt dann. Ja, passt. Alles okay. Nicht, dass das Central das rausbekommt und dann wieder petzen geht. Die sollen sich ficken gehen. Ja, aber die gehen sich nicht ficken, das ist das Problem. Hm. Okay, die Realitätsschelle hätte ich jetzt nicht gebraucht. Wir haben das, was wir im Prinzip haben wollten. Dass uns niemand mehr auf den Sack geht. Ja, und das finde ich. Jetzt fehlen uns nur die Verletzten. Das würde ich nicht anders haben wollen. Das liegt aber nicht in unserer Macht. Man kann nur, genau, wie Dr. Hühnchen versucht, man kann nur versuchen zu klären. Vielleicht haben die ja so ein schwarzes Brett, wo das dann hingeschrieben wird. Dass man das vielleicht auch mal bei einer Ausbildung sagt, hey, es gibt zwei Notrufnummern, da könnt ihr immer flexibel anrufen, beide. Da müsst ihr euch nicht auf eins versteifen oder so, weißt du? Ja. Dass man mal mit den Leuten in der Ausbildung spricht dort, dass die das denen auch sagen, so. Also ich verstehe das schon. Ja. Weil die, also ich habe halt das Gefühl, dass die denken, dass wir nur für hier oben zuständig sind, deswegen. Ja gut, das war ja bei Human Labs. Das war ja eigentlich schon sehr weit herum. Ja, richtig, aber die viele wissen es auch nicht. Wie ist denn das mit den Sheriffs jetzt hier, da der Norden nicht mehr so aktiv ist? Die rufen uns an, die sind gut. Nee, ich meine, haben die überhaupt noch was zu tun? Ja, die haben 20 Leute eingestellt jetzt. Oder helfen Leute für nichts. Oder helfen die einfach nur mal die ganze Zeit im PD? Ja, das auch. Sie helfen auch. Ich habe letztes Mal mit einem gesprochen. Aber der hat auch gesagt, hier schaltet aktuell nichts los hier oben. Ja, man muss halt ein bisschen ein paar kreative Ideen mit einbringen, ein bisschen rumfahren, ein bisschen, ne? Ja, kreativ. Ja, das machen wir. Also das haben wir gestern gemacht. Ja. Wir waren ja, da warst du halt dabei, Dr. Wir waren bei Bennys, die haben geguckt. Und dann immer den Leuten auch nochmal vor Ort sagen, wenn man zum Beispiel bei Bennys sagt, hey, ne, 966, wir sind die Besten. Die Leute auch nochmal reinprügeln, sie sollen uns anrufen, wenn was ist. Ja, manche Polizisten haben schon kapiert. Also die Frau Cortez und der Eastgate und Pinsel. Der Pinsel hat auch schon gesagt, der ruft uns an. Ja. Frau Cortez ruft auch immer uns an. Das ist super, auch wenn unten was ist. Und das muss man halt reinprügeln. Immer wieder, immer wieder. Ja, komm, Männer. Und Ladies, das machen wir schon. Ich denke, das ist auch kein Problem. Also. Ich denke auch, ja. Nur was ich gestern gemerkt habe, wenn man keine Uniform trägt, dann das ist irgendwie komisch. Ja. Ich wurde super oft nach einem Linksausweis gefragt. Echt? Ja. Eine Frau hat sogar die Polizei gerufen, gesagt, dass wir gar keine Mediziner sind. Ja, das geht mir in der Stadt aber auch so. Von ganz normalen Bürgern? Ja. Ob werde ich gefragt, ob ich passiert. Seriös bin. Ja, du nur wirst schon nicht so in der Stadt unterwegs sein. Ja, was willst du machen? Die Menschen sind so. Ja, richtig. Die kennen das nicht anders. Ja, wenn du dann fertig bist mit dem Design, so, dann ist das auch ein, ne? Ja, das müssen wir, soweit ich weiß, kann man das bei Palette im Partner beantragen. Da müssen wir mal dahin und quatschen. Und nachfragen. Irgendwas Auffälliges, so mit viel LEDs drauf. Das, in Pink? Ich das ist sogar möglich, ne? Ja, irgendwas Auffälliges. Weiß, grün vielleicht. Aber das könnt ihr für euch entscheiden. Schönes, dunkles Grün. Das ist doch nicht auffällig. Da muss sie halt schön sein. Mit einer Warnweste. Ja, aber dunkles Grün ist doch schon was anderes. Also, ich finde, so dunkelblau, schwarz geht viel eher unter als so ein. Ich meine, wer hat denn schon grün? Das ist so eine richtig, richtig schicke schwarze halt, ne? Na, aber die haben. Das von denen sieht ja auch schwarz aus. Ja, ja. Ich war vorher schon komplett verwirrt, wer jetzt MDler und wer PDler war. Sag ich dir ehrlich, wie es ist, ne? Also ich hab schon völlig fertig. Aber man merkt ja, wenn die Leute schon herkommen und fragen, wie lange operiert ihr hier oben? Ne? Ja. Genau, und genau diese, das müssen wir aufnehmen so. Das müsste man eigentlich weitergeben.
Weil, das ist was, ja wieder was. Was denkt ihr, wie viele Leute verletzt sind, aber nicht ins Krankenhaus gehen? Weil die denken, dass die 2 Stunden lang operiert werden. Das wäre was für unsere Werbeflyer. Eigentlich Behandlungen schon. In unter 5 Minuten. Gar nicht geht. Richtig schön ironisch. Blitzbehandlung. Ja, genau. Ja. Doch, tack, garantiert. Wir werfen das Kühlpack schon aus 20 Meter. Greif's ruhig. Aber das Problem mit Wiener halt ist, man postet da was und nach 5 Minuten ist der Post schon wieder weg. Weil irgendwelche Läden wieder auf und zu machen. Irgendjemand verkauft wieder sein 17. Auto. Ja, ist leider so. Ich stimme dir voll und ganz zu. Ja. Wir haben das mal angemerkt, dass es vielleicht besser wäre, wenn man für die Werbung so eine extra Sektion hätte. Aber, ja, ich glaub, dann schaut aber kein Mensch mehr die Werbung an. Ja, aber benutzt irgendwann gar keiner mehr. Das ist weh nicht. Hatten wir ja auch schon diskutiert, ob man da nicht einfach so irgendwie so ein grünes Lämpchen hin machen kann, wenn jemand die Leitstelle übernommen hat, so ne, nach dem Motto, dann müssen die nicht dauernd posten, dass sie da sind oder nicht. Ja, das ist ja auch cool. Ja. Dass man auf dem Handy sehen kann, okay, das Geschäft oder so hat gerade auf. Genau, so eine App für Geschäfte, fertig. Da muss keiner mehr posten, der hat auf oder zu. Und dann kann er nur noch, wenn er irgendwas Spezielles hat, posten und fertig. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das haben wir auch vorgeschlagen, Mino und ich. Ja, dann schlage ich das eben nochmal vor als andere Person. Ne? Je mehr Leute es vorschlagen und so, also weiß ich ja nicht. Ja, so weiß ich schon. Aber am besten. Ja. Na bitte. Am besten können wir uns halt vermarkten, wenn wir selber hingehen. Ne? Wenn wir mit den Leuten sprechen. Und immer wieder sagen, hey, wir sind die Coolen von oben. Dann müssten wir solche Sachen machen, wie so Blutspenden, irgendwie am Park. Machen wir demnächst. Ja, solche genau. Sachen. Oder, ja. Wir gehen zusammen alle hier auf Mount Chiliad. Wir machen ein bisschen Survival-Sachen. Blutspende. Oder einen Yoga-Kurs oder irgendwie sowas. Ja. Ja, ich mache auch immer Werbung, wenn ich unten unterwegs bin und die Communities abklappe. Leider ist die Eastside und die Leute, die uns da riefen, gerade nicht da. Aber in der Eastside, der Ted-Studio hört wieder auf. Ja, ich habe es gesehen. Ich hoffe, sie kommen wieder. Das waren nette Leute. Die Eastside, die rufen uns aber auch an, oder? Ist ja, haben ja, ich ja, heute ja, das ja, auch. Ja. Ja, die rufen uns auch an. So, der Lost ruft uns an, die Grove. Hallo Sergeant Obi. Hallo Simon, danke schön für den Prime 45. Da war ich noch 3, 4, 5 Mal. Der Piep hat auch schon angerufen so oft. Bei den Blauen habe ich es nicht geschafft. Ich glaube, die verstecken sich immer in ihren Wohnungen. Ja, und ich glaube, die Penner unter der Brücke, die rufen gar keiner aus. Nee, die. Ja. Obwohl Royal das eigentlich auch weiß, dass, ne, wenn was ist. Wir gerne. Ach, das ist ganz komisch. Royal hat mich schon angerufen. Okay. Wir machen das schon. Ich sehe da auch kein Problem drin. Ja, ich mache mir auch keine Sorgen. Wir machen so weiter wie bisher. Weil nicht am Verdienen mehr Geld durchs Nichts tun. Aber Geld ist ja auch nicht alles. Ja, ein bisschen Spaß muss schon auch sein. Ja, richtig. Da kommen doch schon Patienten. Nari. Ja, der braucht eine Darmspülung. Wer ich? Ja, auf jeden Fall. Uiuiui. Haben wir da auch immer wieder Zeit. Nee. Schläuche raus. Ja. Was brauchst du, Mr. Doc? Nix. Wir grad Jimmy. Ja, bitte. Komm zum SD. Vater und Sohn, viel Spaß euch. Sehr. Hallo, wir sind Ehemänner und Ehemänner. Ja, ich meine, guck dir mal an, die haben sogar dasselbe Oberteil an. Das ist Partnerlook. Fuck yeah. Die sind so geboren. Was nervt mich jetzt? Mich auch. Hä, aber das war doch süß. Was machen die? Die ziehen sie. Aua, um. Bin daneben gefallen. Was soll ich denn, die sich gegenseitig auch. Magic Hand! Oh Gott, das ist nicht. Das ist ja. Oh Gott, ui. Wie schnell kann der sich ausziehen? Das lernt man im Norden, da operiert man schon so ziemlich schnell aus. Gut. Wo Pinsel drückt mich weg. Boah. Guck mal, so wie nett abgeht. Bisschen ja, Werbung gucken.
Auf zu. Und dreimal dieselbe Werbung von irgendeinem Event und könnte, also ist Siggi immer noch an der Maßnahme? Oder? Oh, jetzt fange ich wieder an zu melden hier. Galaxy, ja, Beitrag. Werbung. Nochmal Werbung. Beitrag melden. Irgendein Beitrag. Dori hat es geteilt. Ich melde jetzt trotzdem. Hä, hey, haben die Werbung zweimal gepostet jetzt? Werbung von uns. Yep. Jawohl, untereinander. Nachrichten. Werbung. Jo. Irgendein Bild von einer Party mit 5 Leuten. Autoverkauf. Werbung. Nochmal Werbung. Werbung von Dr. Chuck. Ja, einen pro Abend erlaube ich mir. Irgendein Event. Ja, ist fast alles volle Werbung. Ja. Aber ohne Werbung wird gar niemand hineinschauen. Ich habe den Verdacht, dass manchmal nur die Werbetreibenden da reinschauen. Oder die Leute haben es aufgegeben, irgendwas zu posten, weil das alles so gespammt wird. Also ich würde schon gerne mal so ein Selfie machen, um zu zeigen, wo ich bin. Oder nachfragen, wo Leute sind, mit denen man sich treffen kann. Aber es bringt halt nichts, wenn 2 Sekunden später wieder alles weg ist. Ist halt schade. Wo ist es? Man bräuchte so eine Grindr-App. So eine Dating-App. Aber nur für Freunde. Wo man nach rechts swipen kann, wenn man sich treffen will. Das wäre cool. Um zusammen Werbung zu posten. Dann. Ja, Elbi, ist halt so. Ist leider so. Schade. Wir haben das ja schon vorgeschlagen beim Tanakada. Wäre halt echt besser, wenn es eine App geben würde. Und closed. Postings verbieten. Ja, du stimmt auch. Wir haben geöffnet. Wir haben immer noch geöffnet, aber wir sind kurz unterwegs. Leitstelle ist besetzt. Wir haben geschlossen. Wir müssen drin nochmal, gerade nicht im Laden. Es sollte, also meiner Meinung nach sollten sogar viel mehr Sachen reguliert werden. Auch, dass nicht am selben Abend irgendwie 5 Clubs aufmachen können. Wer arbeitet denn das überhaupt? Macht das Gewerbeamt? Irgendwer muss ja die gemeldeten Sachen löschen. Oder passiert das automatisch? Ich habe keine Ahnung. Und zwischendrin sind echt coole Sachen und echt coole Bilder auch von Leuten so, ja. Und die gehen komplett unter. Manchmal sehe ich nicht mal Vito. Und ich bin echt traurig dann. Na, aber Vito wird gesniped. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Machen wir wieder gucken, ne? Oder? Hatte nichts mehr. Naja, gestern letzte Bild. Hey, oder der Mann mit den schönsten Haaren im Start, ne? Ich habe jetzt auch gerade gesehen, dass er sein Profil geändert hat, aber auch nur, weil ich auf die beliebtesten Beiträge gegangen bin und mich durch die ganzen Brüste gescrollt habe. Ach ja, diese scheiß Social Media Kacke immer. Ja, vielleicht auch mal so ein Abhängigkeitsding bei irgendeinem Seelsorger von uns. Also, was sollte ich mich da mal testen lassen? Mich würde es auch nicht stören, wenn ich eine SMS bekommen würde, wenn irgendein Laden aufmacht. So eine Nachricht. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Dass das Handy dann so vibriert und dann steht, keine Ahnung. Mama, Mama ist geöffnet. Ja, Hauptsache es ist nicht im Social Media. Genau, da, Hauptsache es ist nicht da. Aber wie gesagt, das wäre halt, das bekommen manche vielleicht dann halt auch nicht mit, das wäre dann, wie gesagt, so eine App wäre besser, wo offen geschlossen steht. Wenn jemand die Leitstelle hat, ist das Ding offen, so, weißt du? Das wäre perfekt. Ich frage mich, wenn wir darauf schon kommen, warum kommen die Leute, die das betreiben, nicht darauf? Vielleicht ist es ein bisschen. Die müssen doch ihr eigenes Social Media selber benutzen und sich denken, yo, was geht denn hier ab? Also, immer, wenn jetzt jemand was postet, also ein Beitrag, zum Beispiel eine Firma, und das wird 5-mal geteilt hintereinander und ich die melde, dann werden die alle gelöscht. Dann kümmert sich das Social Media Team schon drum. Die löschen dann die Beiträge, wenn es zu viel ist. Aber es wäre deutlich einfacher, wenn sie einfach so eine App haben. Es muss ja nicht mal eine App sein. Es kann ja auch einfach links beim VNet irgendwie, ja, genau, Geschäfte geben. Ja. Da klickt man drauf und dann sieht man, no. Sobald jemand die Leitstelle übernimmt,
ist einfach ein grünes Lämpchen. Und fertig. Wir sollten unser eigenes Social Media machen. Ja. Not social. Dr. Chuck, keine Sorge, ich kläre das. Ich gehe morgen zu Mr. Burke. Vertrauen Sie mir. Ich glaube nicht, dass Burke für Social Media zuständig ist. Ich glaube, der Mr. Burke hat überhaupt nichts mehr zu melden. Wenn wir uns mal angucken, was gestern mit Benny sowas war. Wenn schon der Chief of Justice dahin kommt, um die Obdachlosen zu vertreiben und die trotzdem noch da bleiben. Ja, weißt du, was das Problem ist? Die schwammigen Gesetze. Ja, das ist halt, es gibt keine Gesetze. Wir hier oben, das wurde nochmal klargestellt, wir können machen, was wir wollen. Inwiefern? Nur zwei Paragraphen dürfen wir nicht brechen. Genau. Ja, genau. Wir dürfen keine Medikamente rausgeben und wir dürfen nichts ausplaudern an privaten Sachen vom Patienten, also was gemacht wurde. Wir können aber zu jeder Zeit irgendwo hinfahren, irgendwas irgendwo behandeln, vollkommen egal, wie steril oder nicht, müssen das nicht melden und gar nichts. Ich glaube aber, wenn es solche Paragraphen geben würde, wo man richtig ins Detail gehen würde, wäre das auch ein bisschen... Ja, aber wenigstens ein bisschen, weißt du, übertrieben. Ja, das, ich verstehe das Problem. Aber es ist halt ein bisschen gesetzlos, so manches, ja? Das bringt halt nichts. Ich glaube, die Leute könnten mich nicht mal verklagen, wenn ich pushen würde, ne? Nee, können sie nicht. Es gibt keine Gesetze dafür. Nein, aber wenn du pushst, also wenn du einen Paycheck bekommst und nebenbei Orangen pflückst, dann machst du dich wiederum strafbar. Ach so, ja gut. Das steht im Gesetz, Ding. Ich glaube nicht, oder? Ich habe eine Agrarlizenz, ich darf alles. Da stand doch was drin, dass man Nebentätigkeiten nicht nach. Ja, das hat sich wieder erledigt, weil das Central hat sich darüber aufgeregt, dass die nicht neben ihrem Job noch mehr arbeiten dürfen, um genug Geld zu verdienen. Ah ja, stimmt, der Paragraph wurde gestrichen. Ja. Genau, ja, das war nur ein Beschluss, das war gar kein Gesetz, das war nur ein Beschluss. Ja, Pinsel. Hallo, sorry, ich konnte gerade nicht. Ich habe wieder Scheiße gebaut. Was? Braucht den noch lange? Ja, ich habe schon nur gerade versucht anzurufen. Ja. Also, der war eben im Gespräch mit dem Chief. Der Chief hat mich dabei erwischt, ich Polizeiautos klaue, beziehungsweise einen Trecker. Dann habe ich den Trecker festgesetzt und konnte wegfahren. Dann hat er mich geschubst. Möchte jemand einen Frisch? Dann hat er ihn festgefahren. Ich ihn schubsen. Ja, auf jeden Fall, ist der Chief weg und jetzt rufe ich gerade Jean-Luc an und frage nach. Okay. Ich rufe dich dann in 2 Minuten an, sobald ich ihn erreiche, direkt zurück. Dann muss gleich. Bis gleich. Bye bye. Dankeschön. Nicht die Alufolie essen. Mann. Oh, zu spät. Ja, ein bisschen knusprig. Nicht schlimm, jetzt bist du nicht mehr so empfänglich für Fake News. Aber ist mein Empfang dann auch schlechter? Genau. Das kann natürlich sein. Der 5G-Chip. Und es kann sein, dass du jetzt Strom hast. Hallo Kraut, Salat und Kohle, danke für den Prime 27. Oder setzt sich das dann ab? Ist das sowas, was für immer in meinem Körper bleibt? Ja. Oh Gott. Wisst ihr, wie man das im Volksmund nennt? Impfung. Nur das Wort. Tja. So, Pinsel ruft mich gleich an, der versucht jetzt den Glück zu erreichen. Ja, sehr gut. Dann quatsch mit denen und dann versuche ich über denen, obwohl eigentlich könnte man auch einfach so zum PD, ne? Ich hab gerade auch dem Glück geschrieben, er soll sich mit mir in Kontakt setzen. Weswegen? Naja, das war... Willst du halt nicht gestehen, dass du 50 Leichen in den Keller hast? Chef? Die habe ich jetzt extra einmauern lassen. Ich freue mich schon, irgendwann gibt es über dich eine Dokumentation. Dann kann ich einmal meinem Freund erzählen, das war mein Chef. Oh ja. Bevor der den Vertrag unterschrieben hat bei Death Row Records. Ich glaube, wenn man einen Termin mit dem Chef haben will, dort muss man diese Bürgerhotline anrufen. Ja. Ja, genau. Beim PD? Ja. Ihr habt so eine Bürgerhotline. Ja, man muss direkt zum Chef damit gehen. Haben die nicht irgendeine Ausbildungsabteilung oder so? Ich weiß nicht, ob die Ausbildungsabteilung supportet. Dann ist der Dinkelberg. So. Aber eigentlich prinzipiell ist es ja egal, ne? Hauptsache irgendjemand prügelt den rein. Wo ist die Menschlichkeit hin? Warum kann man nicht einfach hingehen und nachfragen? Und dann bekommt man kurz ein Gespräch. Warum muss man für alles immer irgendeinen Scheiß ausfüllen? Und sich irgendwo
Termine besorgen und dann wochenlang drauf warten. Ich verstehe diese Welt nicht mehr. Ja, willkommen auf unserer schönen deutschen Kolonie. Ja, was glaubst du, mein, bis ich Cannabis verschreiben durfte, das hat 6 Wochen gedauert. Ja, andere brauchen eine Zeit im Windrad, ne? Aber dürfen, das Cannabis verschreiben dürfen wir? Oder nur sie? Ja, nur ich. Gibt es denn viele Cannabis-Patienten? Ja, jede Woche kommen 1, 2. Ja, Pinsel. Hallo, Kölisch. Wie eigentlich hier im Kühlschrank? Wir sind jetzt auf der Schreife. Wir kommen jetzt wohin? Wo bist du? Na, ich bin oben im Baker. Mit Dr. Chuck, Dr. Hähnchen und so. Okay, dann machen wir uns jetzt auf den Weg. Okay, bis gleich. Bis gleich. Bye-bye. Da sind die Drogen drin. Die greifst du besser nicht an. Die hat so Pinsel Blick drauf. Und auf Salut kommt, ja. Ah, wunderbar. Oh, ja, ach, her, Tony, ne? Danke schön für die Prime-Einsicht. Ich krieg dann endlich mein Autogramm, das ich haben wollte. Weiß jemand, wie das mit Akteneinsicht ist? Ja. Ja. Aber kommt drauf an, wer gefragt hat. Wenn das. Kann, darf das SD Akten einsehen? Die brauchen einen Beschluss. Die brauchen einen Beschluss, okay. Genau. Wir dürfen den keine Akten geben. Die Akten. Nochmal, also, Chuck? Wenn sie freigegeben wurden bei der Erstellung, dann können sie sie ab Rang 6 oder so, glaube ich, wurde gesagt, einsehen. Okay. Weil die Sheriffs können auch meine ganzen Cannabis-Rezepte sehen. Aber die muss man vorher freigeben, bevor man die Akte schreibt, das ist das Problem. Ich weiß ja, das ist ein Fehler in der Software. Genau. Okay, aber grundsätzlich brauchen die einen DOJ-Beschluss. Genau, die einzigen Personen, an die du das rausgeben darfst, einfach so, sind die Patienten natürlich selber. Genau. Und also wenn die Polizei jetzt das wissen will, muss die Polizei zum... Ja, richtig. Ach du Scheiße. Oh Gott. Ja, dass halt nicht jeder alles erfahren darf. Weißt du, dass nicht in Rang 2 da kommen darf? Ja, aber was steht denn da schon großartig drin? Ja, es ging gerade um eine Leiche tatsächlich. Ja, aber wen interessiert einen Toten? ich glaube einige. Also vor kurzem hatte ich einen Toten, da musste ich 24 Stunden drüber schweigen, weil das die DOA da ermittelt. So zum Beispiel, weißt du? Wer ist denn gestorben? Der Immobilienmakler hier oben. Oder einer von den Immobilienmaklern hier oben. Der Sam Snack. Wurde ermordet. Ermordet? Ja. Haben wir seine Leiche hier? Nee, nicht mehr. Wurde schon freigegeben für die Beerdigung. Ich habe noch nie eine Leiche gesehen, außer mich selber morgens im Spiegel. Ja, deswegen muss man halt ein bisschen drauf schauen, ne? Also das verstehe ich schon. Natürlich ab einem bestimmten Rang sollte man halt sagen, scheiß drauf, ne? Aber ja. Das wäre überhaupt nichts für mich, da in der Justiz zu arbeiten oder so. Ja, oh Gott. Wirklich nicht. Boah. Den ganzen Tag irgendwelche Akten gucken. Nur um dann vor Gericht zu stehen und dann mit einem Schlumberg zu quatschen. Lebt der eigentlich noch? Der ist verschollen, soweit ich weiß. Aber der hat kein Praktikum mehr gemacht, ne? Nein, den wollte ich jetzt euch einteilen, dass ihr zu dritt mal fährt. Die SMS habe ich gelesen. Ja, aber ich habe ihn dann nicht mehr erreicht. Und Weasel News gibt es ja nicht mehr, der ist ein Mit. Es gibt kein Weasel News? Soweit ich weiß nicht. Also sein Mit, wer? Dieser Moser, mit dem Moser. Der ist ja ist der verstorben? Moser ist verstorben? Ich sollte mir mal echt öfter die Akten durchgucken. Zumindest ist er weg. Okay. Ah nein, Meyer Heuer ist verstorben. Das war der andere. Der war auch vom Reasonus. Das war doch der Verlobte von... Das ist ja einfach eine Klapsmühle. Jedenfalls sind die alle verschwunden. Nicht so gut. Wer ist verschwunden? Perfekt. Ja, alle die um Herrn Schlomberg herum. Audi. Ja. Okay. Ja, tatsächlich, dieser Ding ist ja gestorben, ne? Bist du wirklich nur gekommen, um deine Klamotten zu holen? Ja, wir stehen alle vom Sheriff Department. Könnt ihr einfach abkommen. Keine Ahnung, da ist mal was Neues. Okay, viel Spaß. Wir kommen vielleicht nachher. Genau. Das hast du gar nicht mitbekommen. Also, Heiermeier ist tot. Er wurde ermordet, so wie ich das mitbekommen habe. Und. Ja. Das haben wir ja gelesen. Das steht genau. Groß in der Akte.
Genau, und jetzt hat mir Santiago gestern noch gesagt, was standst du vorhin dabei, dass MJ da ihn ermordet haben soll. Dass das im Raum steht. Oh. Wer ist denn MJ? Die Ex-Freundin von Jeff, dem Sheriff. Und die Schwester von Popcorn. Was zum Teufel geht hier ab? Ja, ja, der Norden ist nicht groß, alle sind miteinander verwandt und gleichzeitig irgendwie verfeindet. Das ist, stimmt, die sind auch nur mit mir verwandt. Ich bin das erinnert mich verwandt an dieses Spiel auf dem Computer. Welches? Dieses mit den Ponys. Da sind auch die ganzen Familien da in der Ecke verfeindet und die sperren sogar die Tochter in so einem Klohäuschen ein. Ich dachte, das wäre Crusader Kings, aber... Das ist My Little Pony, definitiv. Ja. Jack, hast du Eastgate angerufen? Warum? Wegen dem Vaterschaftstest. Ah ja, haben wir gestern gemacht. Und das mit wem wollte er denn also... Also es ging diese Frau Ava, oder so. Ja. Die wollte, dass er der Vater ist. Was? Ja, genau. Bei wie, die wollte, dass er sein... Was? Sie wollte, dass er ihr Vater ist. Und er hat sie aber geziert, weil er hat schon 12 Kinder. Wir haben DNA-Tests gemacht und dann, naja, ungefähr 80% Wahrscheinlichkeit, sagte ich, okay, ist er wahrscheinlich der Onkel. Dann waren irgendwie beide unglücklich über das Ergebnis und dann haben wir darüber diskutiert, ob es nicht einer von ihnen Zwillingsgeschwister haben könnte, eineiige. Dann bin ich irgendwann darauf gekommen, dass Eastgate eigentlich doch gern der Vater wäre. Dann habe ich sie zu Vater und Tochter ernannt. Oh, was passiert hier? Das ist doch schön. Was zum Teufel ist da am Chillen? Ja, aber da haben wir Leute zueinander gefunden. Statt dass wir über Leichen sprechen, sprechen wir über Liebe, Krieg und Leichen jetzt, ne? Ja, da konnte ich lieber will. Was passiert hier? Ach, du Scheiße, die Cops. Jeder für sich, jeder für sich, jeder für sich. Ach du Scheiße, weg hier. Ich glaube. Der war neu, würde ich nur gesagt haben, ne? Der war neu. Pinsel, jetzt weiß ich, warum dein Chef dich immer anschaltet. Ja, gib schon mal. Der Chef steht doch hier. Ich hab doch gar nichts gesagt. Du bist nicht Chef. Mr. Cuddes. Ich bin PD02. Ich bin der Shadow Chief, der Chief der Herzen. Das muss auch mal reichen. Gib mal die Begrüßung habe ich lange nicht mehr bekommen. Das haben wir früher auch immer gemacht, Pinsel. Ihr habt mich alle vermisst. Du bist nur im Dienst, du Penner. Ja, wir beide. Tom, du bist nur krank. Das ist der Mr. Chuck. Ah, guten Abend, Inspektor. Und ja, Dr. Alles auf einmal abhandeln. Ich bin so froh, dass du wieder raus spielen kommst. Ich habe dich so vermisst. Wirklich. Und ich wünsche dir eine gute Bessere. Sag mal, ihr seid doch super Cops. Kann es sein, dass momentan in der Stadt nicht so viel los ist? So was Kriminalität angeht und so? Ich würde sagen, die letzte Woche war es sehr ruhig, aber heute. Schießereien, Geiselnahmen, alles mit dabei und mehrfach. Also heute ging es wieder runter und hatten genug zu tun. Das stimmt. Kommt langsam wieder zurück. Und ja. Eine Cola Mentos. Das Baker braucht ein paar neue Aufträge mal. Wir wollten mal fragen, es war ja irgendein Großeinsatz in dem Human Labs Labor. Und ja, also eigentlich ja irgendwie nicht da drin, sondern... Also ich war da drin. Irgendwie so eine Geiselnahme, da muss jemand eine Mentos-Bombe verschlucken, so eine Mentos-Cola-Bombe. Wer macht denn sowas? Joey hat eine Mentos-Cola-Bombe verschlungen. Ich bin das komplett gehört, krank. Auf jeden Fall. Schade, dass die das MD angerufen haben und nicht uns. Wir waren ja viel näher. Deswegen wollten wir fragen, an wen könntet ihr das weitergeben, dass sie im Norden oder sonst auch bei Notfällen gerne uns anrufen? Ich glaube, das Problem ist, dass viele nicht wissen, dass sie eine separate Notrufnummer haben. Ja, aber die ist doch im Handy, oder? Ich hab die auch nicht, bin ich ehrlich. Also, na, ich weiß, in der App ist die drin. 966. Ja. 966. Aber ich hätte sie jetzt auch nicht gewusst. 966, da steht's, Tatsache. Was halt vor allem wichtig ist, dass wir halt, wir sind ein eigenes Krankenhaus, das heißt, wir sind auch für den ganzen Staat San Andreas, genau wie die unten für den ganzen Staat San Andreas zuständig sind. Das heißt, wir fahren auch unten, wir fliegen unten an, wenn wir nicht gerade andere Dinge anfliegen. Also, ja, da werde ich nur sie anrufen, ich kann die unten nicht leiden. Sag ich Ihnen, also ganz ehrlich, Tag und Nacht, die machen nur Drama und keine Arbeit. Moment mal, wir hatten vielleicht eine Idee, dass Dr. Hühnchen oder so sich einen Termin holt beim Chef, beim, wie hieß der Nummer? Beim Leech. Lech.
und vielleicht da mal vorspricht, dass man das irgendwie auf dem schwarzen Brett schreibt oder so. Ja, alles wunderbar. Hallo. Ach, hi, Luke. Bist du Bailey? Na, wir sind hier nur für ein Gespräch hingekommen. Ah, okay. Moin, alles moin. Wunderbar. Ja, sonst hi, halten sie nie an, um Hallo zu sagen. Ja, aber wenn das PD hier steht und hier Prominenz da ist, dann halten sie an. Nein, weil ich Blaulicht gesehen habe. Da muss wieder markiert werden hier. Nicht, dass ihr was habt. Ich will doch so mal anhalten. Nee, alles wunderbar. Wenn sie wollen, können sie auch gegen den Hydrant davon pinkeln. Das ist mein Hals. Ist das der Markierhydrant oder was? Oh, Gottes Willen. Das war der Geruch. So, dann gut. Wünsche ich euch trotzdem noch einen schönen Gleichfalls. Abend. Gleichfalls. Ne? Ja, ebenso, ja. Bailey. Ja, ich vermisse dich. Oh mein. Ich vermisse dich auch, keine Angst. Oh, was für eine Love Story. Du bist so romantisch. Wie Tag und Nacht. Meint ihr nicht, man kann sich einen Termin holen und dann mal vorsprechen? Ja, ich kann das selber beim Appell anbringen, dass ihr genauso da seid, den nochmal klar machen, 966. Darf ich euch mal sagen, was heute bei dem Einsatz war? Ich weiß nicht wer, aber irgendein, ich glaube ein Polizist hat das andere Krankenhaus angerufen. Und dann hat der Herr Dr. Hähnchen mich angerufen. Und dem habe ich einfach gesagt, ja komm schnell mit dem Helikopter. Deswegen kamen da zwei. Dann standen da zwei Helikopter. Weil immer wenn irgendwas ist, ich rufe die 966 an. Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Viele Leute wissen einfach nicht. Die wissen die Nummer nicht, ja. Die rufen automatisch 912. Genau, deswegen wäre es gut, das mal beim Appell anzubringen, nochmal sagen, hey, die da oben nehmen genau dieselben Aufträge wie unten an. Darf ich das machen? Jean-Luc, darf ich das machen? Ja, excuse me, das wäre echt cool. Ja, du darfst. Neue okay. PD42, du darfst. Bin jetzt PD42. Unter einer Bedingung, wenn du aufhörst, tiefste Herzen. Wenn du genau damit aufhörst, du bist nicht tiefste Herz. Du kannst ja nicht einen Titel einfach selber geben. Ich nehme mich auch nicht einfach. Suri und Dankeschön, du bist ja mit 32 Monaten. Ich sage aber auch, ich bin der beste alle müde schon hier, die Pen. Natürlich, jeder kann Chief sein. Ich bin Chief Palito. Ich bin der beste Fahrer aus dem PD. Oh, Fox, ja. Es hört auf Zucker. Pinsel, wenn du das machst, musst du es aber richtig machen, ne? Weil davon hängt unser Job hier oben ab. Ja, ich mach das richtig. Zu tun haben und nicht. Genau, ich gehe einfach nach vorne und stelle mich kurz am Pult, wo der Chief immer steht und dann sage ich das. Am besten auch, Leute? Wenn die anderen Leute da sind. Wer ist denn die anderen? Naja, wenn da der Saal voll ist. Natürlich, bei der DB sind immer voll, alle da. Okay, du kannst dir sagen, dass während die anderen um 9:30 ins Bett gehen, sind wir noch erreichbar meistens. Nein, wir sind immer rund um die Uhr erreichbar. Das ihr seid ist rund um die Uhr erreichbar. Das genau, wir sind ich. Opfer, wir haben kein Leben. Und wir fahren auch, wir fliegen und fahren pass auf, unten. Ich sag dann so, alle zücken jetzt ihr Handy und speichern ein, Krankenhaus 966. Doch, Schöpkan, du bist der Einzige, Idioten. Der darauf geantwortet hat. Ich bin, was alle anderen so pennen. Bots. 966. Scheiß du bloß. 972. Auf jeden Fall, ich sag dir dann bei der Dienstbesprechung morgen Bescheid. Es steht sowieso schon bei den Notfalldiensten an letzter Stelle. Brech. Ja. Ja, aber ich glaube, das wird nicht viel ändern. Ich sag einfach, das Krankenhaus hier ist rund um die Uhr besetzt und bei Ort, bei Notfällen auch hier anrufen, weil die wollen auch was zu tun haben. Wir kommen auch angeflogen. Ja, ich komme im Helikopter dann. Und wir sind auch in der Stadt unterwegs jetzt schon. Und ihr so seid oder die so. Besten Ärzte, ich komme von dort. Siehst du mich extra richtig. Aus? Sag dann so. Nee, ich werde das nochmal weitergeben. Wisst ihr, was auch cool wäre? Wenn die Krankenhäuser an jeden Bürger so einen Dings vergeben könnten, so einen Notfallknopf, und die Menschen, die verletzt sind oder so, können ihn dann drücken und wir bekommen Bescheid. Und wenn das hier oben ist vom Björn, und wenn es eine Stadt ist, von Jan dann. Ja, aber wir wollen ja auch die Stadtaufträge. Naja, da kann man himmeln, kein das. Aber ja, dürfen dann die auf aber dann dürfen die aus dem Central ja auch herkommen, wenn wir runtergehen. Das Problem ja, dürfen ist, sie auch. Das Problem ist, der Chief will, der Chief will wahrscheinlich, je näher und je schneller das geht, desto besser. Wenn ihr jetzt hier oben erst losfahrt, ist das halt Ja, das ist schon klar. Ja, aber wir sind ja in der Stadt immer unterwegs, wir fahren ja rum. Normalerweise wir sind im Prinzip überall unterwegs. Genau. Ja, genau. Also ich glaube, Sie können sich schon mal darauf verlassen, dass Mr. Pinsel und ich Sie jetzt immer kontaktieren werden. Ich weiß auch, dass das im Norden ist ziemlich ausgestorben. Die DOA im Norden wurde dicht gemacht und dann wieder neu aufgebaut, weil hier keine Fälle waren.
Die O'Neills sind in den Süden gezogen. Es passiert einfach leider aktuell sehr wenig hier oben. Was heißt leider? Also gut für die Bürger, aber schlecht, wenn man Arbeit sucht. Dieses ganze System ist eigentlich kompletter Quatsch, dass es unterschiedliche Krankenhäuser gibt. Aber das war notgedrungen und gezwungen, weil man mit den Leuten aus dem Zentrum will. Zumindest die da, ich weiß nicht, ob die da nur Chef sind, mit denen ich zusammenarbeiten konnte. Ja, sind immer noch. Weil die immer einen Pfeil im Kopf haben. Es gibt super viele Zivilisten und auch Cops, die sich über die beschweren, dass die nicht leiden können. Na, die Menschen kommen hoch und fragen, jo, operiert die uns auch 2 Stunden? Ja, der ist immer am Telefon. Der blöde Wichser. Ich kann mal kurz was nachschauen. Aber, alles klar. Stadtverwaltung meinte, er hätte eine Überraschung in der Garage. Ich werde das auf jeden Fall ansprechen. Eine Überraschung in der Garage? Vielleicht ein Schwanzmobil. Nimm ich mit. Pinsel, du machst das schon. Ja, ja, ich spreche das an. Für euch. Ja. Auf Sirius. Sag, dass wir die Cooleren sind. Ja, ich komme doch von hier. Was soll ich denn sagen? Und du bist ja auch wieder lang, wenn du gefördert wirst. Was kommt denn da hinten für ein Engel? Was ist denn? Oh, ach so. Der sah mir aus wie ein Engel. Ich schwöre, ich sah aus wie ein Engel. Ja, ein bisschen. Wo ist denn Doc Chuck jetzt hin? Guten Tag. Grüße. Die Stadtverwaltung hat ihn angerufen. Richtung Garage. Oh, der ist zur Garage, der kommt sofort. Der wollte nämlich auch nochmal mit mir reden. Hallo, wo wollen Sie hin? Ja, da kommt gleich. Ich glaube, wir haben... Rein? Fuhrparktechnisch. Wer sind Sie denn? Alles gut. Der Bird, mein Name. Schönen guten Tag, hallo. Ach so. Grüße, ja, sieht aus wie ein Hausmeister, hä? Ja, bin ich auch. Oh, Entschuldigung. Aber nicht von hier. Das wusste ich nicht. Weil ich schon lange den Besen andersrum dann benutzen muss? Das ist richtig, aber das ist Borsti, der kommt überall mit hin. Achso, oh mein Gott. Oh. Ich hab schon einen Namen, wie süß. Ja, der steht doch drauf. Kannst du es lesen? Was haben wir noch? Steht da drauf. Boah, wir haben. Boah! Wir haben unser Baker! Einsatz! Geil, boah. Scheiße! Oh mein Gott, wie sexy! Oh mein Gott! Ja, oh mein Gott! Wir haben unseren einen Krankenwagen! Das sind 6 Sitzplätze hier drin. Nicht oh schlecht, mein das Gott! Das ist ein wildes Teil. Wie viele Sitzplätze? 6 Stück. Oh mein Gott. Ja, 6. Ja, steht da unsere Telefonnummer drauf, nicht? Oder? Oh. Geil, die haben Vanilla Reeboks reingepackt, Alter. Guck mal da rein. Oh, wie sexy. Der sieht ja 100 Millionen mal geiler aus, als der Standard war. Mach mal auf den Lachs hier. Alles offen. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja, ja. Nicht so, dass wir die anderen wollen, aber... Oh mein Gott. Ich bin auf der Trage, guck mal, Pinsel. Guck mal, ich auch, ich seh dich. Wir legen auch nochmal hier hoch, können die Sheriffs mal einbinden. Krasse Scheiße. Ja, genau, und wir sind auch hier. Und direkt die Latex-Tische hinten. Oh mein Gott. Audi. Ich höre schon das Geheule. Wir wollen auch so ein Auto. Oh, was ist das? Ich dreh mal noch... Oh mein Gott, ist der schnell. Ich glaub, der geht da voll ab! Der geht da voll ab! Ja, das ist den wir auch immer in den Bildern haben. Oh, oh mein Gott. Okay, die Bremsen sind nicht... Oh mein Gott, der fährt rückwärts voll schnell. Oh mein Gott. Als hätten die uns gehört. Hallo, sind hier Mikrofone? Hallo? Zeig mir deinen Sniper. Ich sehe ihn da oben. Oh Gott, ist der cool. Aber da muss man echt vorsichtig fahren damit, ne? Bin ich schon mal gefahren, die sind richtig... Oh, great. Die Bremse ist hart. Ist okay. Aber die sind richtig schnell. Vor allem haben die 6 Platz. Ja, das ist super. Was ist da los? Halt die Schnauze. Wie bitte? Die sollen uns davon ein paar geben. Bitte? Schön. Also das Pillbox hat auch eins bekommen, damit es keinen Streit gibt. Das hier ist aber euer, das ist cooler. Oh, das ist Gott. Ja, schon, ihr habt ein eigenes, da steht euer Name drauf. Genau. Wir sollen aber noch alle Funktionen testen, ob irgendwas nicht geht. Ja, beim Aussteigen. Moment, das Pillbox MD ist doch dicht, oder nicht? Das ist alles im Davis. Naja, nein, das Davis testen? Übernimmt ja jetzt die Pillbox. Wenn du hinten einsteigst. Aber die bauen gerade um, deswegen sind die gerade alle im Davis. Nur Gott, ich weiß, was ich richtig sehe. Moment. Ich dachte, das alle Sitzplätze. Oh, nee, nur die Leitung ist weg.
Ja, aussteigen ist noch. Ich bin drin, ich bin drin. Oh, Jean, du guck mal. Ach, auf der Liege. Na? Siehst du gerade... Komm da hin, du komm rein. Geradeaus die Latex-Tücher? Ja. Beide Scheiße. Einen Moment. Fällt doch, also wenn man losfährt, fällt dir doch alles um. Das muss in die Schränke. Sie mir voll nach rein. Ja, ich geh nicht, geht nicht. Okay. Der eine Sitz hier ist ein bisschen... Ja. Ist zu welcher? Dafür will der, glaube ich, sagen. Nein, nein, nein. Welcher Sitz geht nicht? Der hinten links geht nicht. Ah, der ist ein bisschen speckig. Wir würden uns da hinkriegen. Versuch mal, da zuerst einzusteigen. Versuch mal erst den Sitz. Nee. Ob's dann geht. Auch nicht? Ah, doch. Oh, ist ja voll geräumig. Warum sitzt du auf meinem Schoß? Oh nein. Komm jetzt rein, Pinsel. Jetzt ganz schön kuschelig hier. Oh mein Gott, du hast ja richtig gelbe Zähne. Ja, wir haben leider keinen Zahnarzt, tut uns leid. Ja, so passen wir alle rein, oder? Aber so geht doch. Sechs Leute sind wir jetzt. Sechs Leute. Oh, ja. Aufpassen, die Bremsen sind nicht so gut. Geht doch, damit können die driften wie ein Schwein. Doch, Chuck, fahren Sie mal rückwärts, der ist super schnell rückwärts. Wow. Ist der schneller rückwärts als vorwärts? Das kann gut sein. Anfangs auf jeden Fall. Wie schnell der wohl geht? Na, dann fahren wir die Maus durch den Tunnel. Vielleicht hat er so einen Knopf, wo so Flügel rauskommt. Aber was machen wir, wenn uns auf einmal ein Helikopter entgegenkommt? Na, dodgen. Was denn sonst? Ja gut, das können wir. Oh, der ist schneller als unsere Krankenwagen. Aber das... Die Lichter sind doch viel schöner. 200. Sau cool ist das. Boah, 200? Sau cool. Nicht schlecht. Wenn wir alle nach vorne wippen, 250. Fahr mal rückwärts. Wie schnell wie geht? 200. Wer liegt denn da auf der Liege? Ich? Das ist doch gemütlich. Ja, 60 rückwärts. Aber der sieht vom optischen Putscheln aus. Ich stehe mich mal hin. Oh. Hier flammelt unser Gebet erhört. Ja, der rutscht ein bisschen, ne? Ja, das ist... Wir brauchen einen Spoiler. Profifahrer. Nein, den besten warum Fahrer keinen Spoiler? Kennst, wir wissen, was zu tun ist. Können wir noch ein Fahrwerk einbauen lassen? Tiefer lenken. Wir müssen jetzt gleich auch wieder unter Mr. So. Pinsel. Ne? Die warten auf mich. Weiß. Aber ich wollte schon noch was erzählen. Aber das geht schnell. Ja, dann machen wir das. Das kriegen wir hin. Oder wir nehmen dich mit runter. Na, aber meine Karre ist da oben. Ja, du fährst ja eh mit meiner. Oh, ich steig aus der Seite aus. Ja. Oh, das ist ja schon eine Seitentür. Wegnehmen. Und steig dir aus der Seite aus. Ja, nun kommt. Also das Auto ist wirklich sexy. Ja. Alle, du entspannst dich. Ich glaube, wir müssen uns mal... Oh mein Gott, entspannen. Super. Ui. Tot. Das wisst ihr wahrscheinlich schon, was da bei Bennys abgeht, ne? Ja, das Problem ist, dass die O'Neills, die stellen sich halt klug an, aber ja, das weiß ich schon länger. Das ist ein ganz großes Problem, weil so wie ich mitbekommen habe, zerstören die da komplett die Existenzgrundlage von denen, ne? Ja, weil es ein Unternehmen ist, aber das Problem ist, da muss den einfach, also es ist wirklich das Einfachste, es hört sich blöd an, und die machen das so geschickt, es ist das Einfachste, denen einfach das zu geben. Ich weiß, die sind über das Gewerbeamt die versichert. Geben die, das Ding, die geben denen die $500 pro Woche. Ja, aber das gestern war, die haben dann einen riesen Polizeieinsatz ausgelöst und die wurden alle mitgenommen und wir mussten sie alle wieder gehen lassen. Und dann waren die natürlich richtig abgefuckt, dass sie eingesperrt wurden zu Unrecht und haben dann die Show noch 10-mal so groß aufgezogen. Ja, und dann die, gehen die Bilder hin. Ja, die Lady, wie heißen die nochmal, die Inhaberin, die hat eigentlich Roxy. Meine Nummer. Und ist, die soll mir Bescheid geben, weil wir sammeln da gerade, wo und wie viel und wie oft die das machen, um da dann irgendwann was vor das Gericht ziehen zu können. Das ist das Einzige, was wir da machen können. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, auf das Exklusiv, was, jetzt mal wirklich Hand aufs Herz. Dann geht man vor Gericht, dann werden die vielleicht verurteilt, dann gehen die ins Gefängnis, dann kommen die wieder raus und machen das gleiche wieder. Ach, das weil die das überhaupt gar nicht interessiert. Das ist leider mit allen Kriminellen so.
Das kann ich Ihnen sagen. Wie oft hatten wir Leute, die da regelmäßig eingesessen sind und weil sie auf Officer geschossen haben, da kommen sie wieder und da machen sie wieder los. Ja, aber ihr als Polizisten müsst doch langsam rausbekommen haben, dass die Strafen, die man bekommt, ja dann eigentlich viel zu lasch sind. Nee, also teilweise sind hier die Leute 2-3 Tage in den Knast gewandert. Das und Problem, das interessiert die nicht. Also die O'Neils selber hatten jetzt auch erst vor kurzem Verurteilung. Hier Mr. O'Neill, Mr. Raid über 58.000, glaube ich. Also auch fast 3 Tage. Ja, aber wie beschützt man dann Geschäfte und Zivilisten vor solchen Menschen? Ich meine, ich habe nichts gegen die, ne? Ja. Ich bin ja auch mit dem Roy cool und die Nordmänner, man kennt ja den Raid und so. Aber das ist halt, stellt euch mal vor, die geben jetzt den Laden auf und verpissen sich. Ja, weil das wäre nicht cool, ne? Und darum geht's. Weil die keine Möglichkeit mehr sehen, sich dagegen zu wehren. Nee, das geht doch nicht. Und da muss man auch einfach in den Dialog treten. Und wenn du da Connections hast, ich kann das gerne auch nochmal versuchen. Das Problem ist, ich sage ihnen, was die Unis wollen. Die wollen mit ihren eigenen Waffen geschlagen werden. Die wollen, dass man die genauso zurücknervt. Dass man bei denen ihr Lager dicht kämpft. Dann sagen die, aha, man kann sich auf Augenhöhe begegnen. Wir haben Respekt füreinander. Aber wenn man da einfach dagegen geht und dahin geht und sagen, ich will euch alle über den Haufen schießen oder einfach mit einem 4x4 drüber fahren, was gestern mehrfach gefallen ist, als ich da war, dann bleiben die ja das Recht sitzen. Und es ist schwierig mit denen, das weiß ich. Das haben wir oft genug als Polizist mit zu tun. Ich versuche da morgen mal irgendwie ein Gespräch anzuleiern. Ich habe auch schon überlegt, vielleicht mal mit dem Roy zu quatschen. Weil ja, dann ich schnappen glaub, wir uns den Roy, dann schnappen wir uns den Sandro und quatschen einfach. Ja, und einfach da, ich glaube mit diesem Sandro-Typen, ich meine, ich habe auch nichts gegen den, aber ich bin ganz ehrlich, er hört sich selber gern reden. Der lässt doch niemanden ausquatschen. Er ist halt gerne derjenige, also er denkt halt, er wäre der Main-Character in allem. Ich weiß nicht, ob, keine Ahnung. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ich mag beide Seiten. Ich finde die Unis lustig, auch was die gestern getan haben. Ich verstehe aber auch die anderen. Aber wenn Leute sich irgendwann gezwungen fühlen, ne, abzuhauen und alles hinter sich zu lassen, würde ich das sehr schade finden. Nee, da bin ich auch ganz bei dir. Jeder in der Stadt hat seine Daseinsberechtigung und wir müssen alle miteinander auskommen und da muss man einen Kompromiss finden, wie das nicht mehr so weitergeht. Ich weiß auch nicht, warum die Unis das machen, einfach nur um zu sagen, eigentlich war das ja so ein Nord-Süd-Ding. Aber wahrscheinlich war ein langweiliges. Ja, das war, fing halt als Nord-Süd-Ding an. Wir gehen in die Stadt als Nordler und verlangen unser Geld, ne, weil der Norden regiert über die Stadt. Aber jetzt, wo die selber in der Stadt sind und ja quasi Nachbarn von denen, verstehe ich auch nicht, warum das dann noch so weiterläuft. Aber ja, ich verstehe das Ganze. Soweit ich gehört habe, ist es ja auch schon eskaliert. Da aus der Westside, diese, wir haben die mal Yakuza genannt. Mhm. Ja, da sind ja auch schon Schüsse gefallen, ne? Tja, da wurde schon öfter mal auf die geschossen, ne? Die ziehen halt selber keine Waffen. Das und gerade dann, wenn sowas passiert, müsste man eigentlich wissen, okay, bis hier unten nicht weiter. Also dann sterbe ich. Wenn schon auf dich geschossen wird. Wo irgendwie fehlt der Respekt vor dem Leben. Ja, das ist natürlich, ich sag dir, das ist aber eine ganz andere Sache. Ne? Natürlich kann es mal passieren, wenn Leute es immer wieder auf die Spitze treiben, dass sie irgendwann auch einfach nicht mehr aufstehen. Ja, ich habe nur das Gefühl, dass die Unis irgendwie denken, dass sie Götter sind. Ja, und früher oder später, wenn sie... Weil seitdem ich hier wohne und die Nordmänner kenne, das Einzige, was ich damit bekomme... Haben die einen Unfall gebaut? Das Einzige, was ich mitbekomme, ist, dass die nur Stress machen und Stress haben. Ja, die machen sehr viel Stress. Ne? Ich sag mal, die beschäftigen die Leute auch sehr viel. Nicht nur die eigenen Leute, sondern andere Leute. Bei manchen kommt es gut an. Manche Aktionen sind... Nö. Also verstehe mich nicht falsch. Ich fand das gestern. Ich fand's lustig, dass die da die Zelte aufgeschlagen haben. Ja, und ich habe auch immer wieder gesagt, regt euch nicht auf, geht nicht hin, beleidigt ihn nicht, macht einfach euren Dienst weiter. Weil klar, wenn man dann hingeht und es zu Konflikten kommt und die Polizei anrücken muss, dann... ist es super schädlich für das Geschäft. Ne? Dass die aber einfach irgendwo da in der Nähe kampieren, ist halt das Problem. Ne? Das ist, wenn die Fronten sind schon verhärtet, da geht keiner auf den anderen zu. Weshalb ich das überhaupt nochmal anspreche, ist, weil ich die Vermutung habe, dass es in naher Zukunft richtig knallen wird. Und zwar so knallen wird, dass die sich Hilfe holen in Form von so einer Art Security. Mhm. Und ich kann dir sagen, wenn die Zivilbevölkerung loszieht, und sich lieber Schutz bei den Mädchen Gangs holt, dann ist schon eigentlich die halbe Miete verloren. Wenn die Leute nicht mehr zur Polizei gehen, weil die sagen, jo, die Polizei ist unfähig, dann ist diese Gewaltspirale nicht mehr aufzuhalten.
Ja, das, was ich halt immer sage, ist, es ist die eine Sache, zur Polizei zu gehen. Die sind halt gebunden an Gesetze, Regelungen. Das sage ich den Leuten auch immer, die gerade von Uniz bedroht werden, sollen sich direkt an die DOA wenden. Wir geben immer unsere Nummern raus, dass man dann im Nachgang das Gespräch suchen kann und dann nicht einen Riesenaufruhr hat. Also als ich da war, waren die Uniz da, da standen da 20 Cops und alle Uniz wurden mitgenommen. Und dann gab es eben Diskussionen, warum ruft ihr die Polizei? Wir haben doch nur nach einem Kaffee gefragt. Und mehr konnten wir denen auch nicht nachweisen. Und dann ist die Shitshow richtig losgegangen danach. Und ich kann das verstehen, ich finde das auch amüsant. Die Frage ist halt, in was für einem Ausmaß. Ne? Wenn das da 6 Stunden lang geht, dann ist das ein No-Go. Dann macht es halt den ganzen Business-Tag kaputt. Also, ich sage nichts, weil ich höre gerade zum ersten Mal davon. Wusste davon gar nichts. Ja, aber wenn das so ist, dass es nicht anders lösbar ist, ich bin immer großer Fan davon, Kompromisse zu finden, aber da sind die Fronten gerade verhärtet. Ich werde dann morgen nochmal mit der Lady von Bennys quatschen, dann holen wir uns vielleicht den URL, reden mit dem nochmal. Das ist halt so eine Prinzipsache bei denen, ne? Die geben halt wenig nach oder nie. Ich meine, wenn es um $500 geht, und das sind ja so Obdachlose, das kann man ja alles verkraften, aber da muss irgendwo anders der Schulen drücken. Weil laut Roxy bezahlen die $500. Ja, aber dann rufen die Polizei und das ist das Problem. Wenn die Polizei dann direkt danach oder im gleichen Moment noch auftaucht... Ja, weil da doch in der Vergangenheit schon so Sachen passiert sind wie, dass die eine Axt im Rücken bekommen hat und so. Davon weiß ich nicht. Ja. Ich weiß immer nur davon, dass gedroht wurde. Das ist schon super lang her. Die machen das halt so, die gehen hin und drohen dann genau mit solchen Aktionen. Wir belagern euch, wir hetzen euch 30 Leute hier drauf, die euren Laden blockieren, die sich hier festkleben. Sowas machen die dann. Aber die drohen eben nie mit Waffen, die drohen nie mit Gewalt. Sondern sie sagen immer, ihr seht ja, was dann kommt und dann passiert in der Regel. Ja, das erzählen, die, ne? Ja. Wer weiß, was stimmt. Nee, das ist bisher. Aber darum geht es auch gar nicht. Mich juckt das überhaupt nicht, ob wir die da irgendwie Stress haben. Um was es geht, dass ich Bescheid sagen will, nicht, dass es irgendwann, ne, in naher Zukunft eskaliert und die Leute sich anfangen, so richtig heftig abzuknallen. Bis es Tote gibt. Weil ja, das ist ja euer Job, zu verhindern. Nee, das ist richtig. Da müssen wir Kompromisse machen. Und ich glaube, das wird nämlich passieren. Ja, dann versuchen wir da morgen mal. Dann schnappen wir uns mal den Roy, wenn du gut mit dem bist. Du kennst die Leute von Bennys ein bisschen besser, oder was? Ja, also Milo und ich kennen die. Und bei den Nordmännern kenne ich halt Roy. Aber ich weiß halt nicht, inwiefern er da so eingebunden ist. Ja, ich kenne halt auch Ice. Aber ja, die O'Neill-Brüder sind irgendwie alle nach und nach verschwunden. Der hängt jetzt ziemlich mit dieser Grapeseed-Gang rum, der Mr. O'Neill. Ich quatsch schon mit dem Roy. Das muss wenigstens so geklärt werden, dass die nicht anfangen, sich umzubringen. Nee, da bin ich zu 100% bei dir. Und wie gesagt, das Geld ist nicht der Verlust. Und wenn die einfach nur $500 geben und das versichert ist, dann ist das blöd, aber dann ist die Sache auch nicht. Außerdem ist das Europäer. Das sind. Ja, okay, was heißt das? Das sind Obdachlose. Der Roy kam gestern mit einem Lamborghini. Von Dr. Lückrespekt. Ich weiß, ja. Oder wieder halt. So wie ich gehört habe, wurde Dr. Lökwisbeck nicht mal gefragt, ob er vielleicht selber kaufen will. Nee, der war einfach weg. Aber keine Sorge, mir ist so umgekommen, Dr. Lökwisbeck darf sich dafür ein noch höherpreisiges Fahrzeug aussuchen für den nächsten Kampf. Das klingt gut. Ja, das wollte ich nur sagen. Nicht, gut, dass die anfangen, weil ich kenne das aus Europa und so, der Pense kennt das auch. Ich kenne das auch. Wenn ich weiß ganz genau, wovon er redet. Und ich sehe auch die Cops und ich sehe auch, wie die Cops agieren. Das ist alles strukturiert und schön aufgebaut. Aber wenn es richtig knallt, dann habt ihr auch die Arschkarte. Ja, das muss ihnen auch klar sein. Aber es so, geht ja, ich glaube, das kann man doch verhindern. Wenn man den Teufel weckt, dann ist, glaube ich, Ende. Ja, red du und mal mit Roy, ich rede nochmal mit Benny. Ganz viel Tränen. Und mit dem Gewerbeamt und dann kriegen wir welche Akte steht denn da drüber? Was hört das gerade zum allerersten Mal? Weißt da du nicht mehr, Pinsel, dass die Dings damals erzählt hat? Dass die eine Axt im Rücken bekommen hat von denen? Ja, doch. Und sowas? Aber trotzdem, also das war das einzige Mal, wo die Audi einmal davon... Nee, die waren schon mehrfach da, aber das ist halt nicht alles über die DOA, weil der normale Streifendienst kann da nicht viel machen, wir ne? Wir kriegen da gar nichts gesagt. Aber das war jetzt auch die erste wirklich, wirklich große Aktion, die bei Bennys da gestartet ist. Ne, da gab es schon mal ein bisschen Ärger. Deswegen weiß ich davon auch gar nichts. Und wenn ich jetzt zum Chief gehe und das erzähle, dann sagt er, wieso, das ist deine Abteilung. Das habe ich mich auch gefragt. Weiß der Chief überhaupt über sowas Bescheid? Ja, der ist da informiert. Ich denke schon. Der weiß eigentlich schon. Der ist informiert, dass die O'Neill systematisch in der Stadt hier und da Schutzgeld erpressen. Aber die machen es halt wirklich geschickt, dass wir die nicht vor Gericht zählen können. Die dumm sind die nicht. Nee, die sehen zwar so aus, aber das sind die nicht. Ich würde sagen, das quatschst du einfach nochmal an.
mit deiner Truppe, John Luke, kein Plan. Ja, ich gehe zu Bernice einfach mit denen reden. Genau. Du machst das mit deinen Leuten. Eigentlich gibt es ein ganz klares Vorgehen. Das Gewerbeamt hat eine Versicherung abgeschlossen. Die zahlen das Geld, das Gewerbeamt zahlt zurück. Die sind sofort wieder weg. Die kommen halt erst dann, wenn nicht gezahlt wird, wenn die Polizei gerufen hat. Dann fühlen die sich übergangen. Und ganz ehrlich, scheiß mal auf die $500 die Woche. Was ist ja, das was sind 500 Dollar? Hast du schon mal deren Fuhrpark gesehen? Ja, das eben. Sind Multimillionäre. Ich würde denen da aber einfach die $500 hinlegen, einmal pünktlich zum Wochenstart und sagen, selbst wenn die kommen und 5.000 in der Woche wollen. Aber ich sehe da auch Handlungsbedarf und dann suchen wir da mal, weil die gestern auch alle aufgebracht waren und dann. Ich glaube, das ist der größte Handlungsbedarf in der ganzen Stadt. Wenn man so mitbekommt, dass irgendwie sich alles super beruhigt hat. Aber da knallt es halt richtig. Und die sind halt, weshalb ich das sage, auch ziemlich gut connected mit diesen Yakuza-Leuten aus der Westside, ne? Von denen gibt es einige Ausgereisten, falls sie es nicht wussten. Doch, das habe ich schon mitbekommen. Okay, gut, die sind jetzt irgendwie, da sind 4 Leute weggegangen. Die waren vorher aber trotzdem schon krass unterwegs. Ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube, da reichen schon 4-5 Leute von denen, dass die dir mal ein bisschen aufmischen. Und das muss ja nicht. Nee, das muss doch nicht. Dann quatschst du mit Royale, ich rede noch mit meinem Team, mit Bennys, wie das zukünftig ablaufen soll. Gestern war, wie gesagt, da bin ich mir 100% sicher, weil dann die Polizei kam, alle festgenommen hat, obwohl man nichts nachweisen könnte. Und dann waren die halt extra sauer, waren teilweise eine halbe Stunde, dreiviertel Stunden in Zellen und dachten sich, Alter, ihr ruft die Cops, wir haben nur nach einem Kaffee gefragt. Dann müsst ihr uns wenigstens irgendwas richtig ans Bein pissen können und nicht mit so einem Bullshit kommen. Und ja, dann ist die Option gestartet. Habt ihr denn gesehen, was die gestern getan haben? Ja, ich war immer wieder da. Die haben auch mit einem Bus alles abgesperrt hinten und so. Ja, ja. Die haben wir, da hatten wir aber eine konstante Streife, die alles die immer sofort entsorgt hat. Dass das nicht mehr das Problem ist. Was für ein Kindergarten eigentlich. Ja, ne. Aber das war halt die eine Seite absperren, bei der anderen kampieren, damit alle bei denen vorbei müssen. Darum ging es wahrscheinlich bei der Sache. Aber ich sag mal, als das dann einmal koordiniert war, lief ja eigentlich alles ganz harmlos da ab. Aber ich verstehe dich und dann quatschst du mit Roy und ich quatsche mal mit den Leuten von Bennys. Also mich Lösung musst finden. Du nicht verstehen, ich gebe euch nur die Infos. Ja, nee, ich aber du hast recht. Das wenn die sich umbringen, ist mir doch egal, dann habe ich was zu tun. Wir arbeiten ja schon lange zusammen. Ja, absolut. Gut, dann gehen wir das morgen mal an. Okay. Okay, und ich kläre das morgen nochmal ab mit... Ja, das wär halt richtig wichtig. Mit, wenn diese 966. Besprechung anfängt. Ich sag vorher dem Tief Bescheid, dass es in der Besprechung gesagt werden soll. Oh Mann, aber ich will das machen. Ansonsten könnt ihr den Chief fragen, ob man einen Termin bei dem bekommt, dann kommt Dr. Hinchin vorbei und macht das so richtig auf Serious. Ja, aber eigentlich ist ja klar, dass ihr ja gute Arbeit macht und es gibt keinen Grund, euch nicht dazu zu rufen. Ich glaube, es ist einfach nicht bekannt genug mit der Stellnummer. Das stimmt, wir holen einfach euch mit da rein. Nein, ich habe da nichts mehr zu tun. Erklärt es euch selber. Dr. Hinchin, Bro, weil ich ein Dummkopf bin. Ja gut, das stimmt. Ich habe auf dem Chef Thunfisch verkauft. Was meint er, wenn er. Was meinst du, was der denkt, wenn ich vor dem stehe mit Dr. Tell? Wir müssen für euch nach unten, ey. Ich habe die ganze Zeit jemanden in Zellen sitzen, der auf mich wartet. Oh Gott. Dann ja, gute Nacht. Mal eine Viertelstunde gewartet. Wir machen das morgen dann. Okay. Dann bis morgen. Bis morgen. Gib Papa noch einen Kuss. Komm her, mein. Mach mal die Fluppe runter, du. Nö. Danke. Wollt ihr mal auf den Hintern hauen? Ich muss nur... Ja, was geht ab, Popcorn? Ja, howdy, Curtis. Ich bin jetzt Kettenraucher. Gut, ja, ein bisschen krank noch und sauber. Ja, perfekt. Perfekt. Yeah. Hier, ja. Ich hab einmal mit Marino geküsst. War gut? Sehr gut, Mann. Warte, ja, bestellt aber das gleiche Essen. Pass auf, also wenn du mal einen Rave haben willst oder so, ne, und ich weiß, wenn du ne, ein bisschen ne, Erleuchtung brauchst, das ist Viper. Was geht ab, Viper? Ja, von Acetown. Aber ich dachte, die sind abgehauen. Sei vorsichtig, der hat nicht so gute Bremsen. Er ist wieder zurückgekehrt. Ich bin alleine, Mann. Danke für die Info. Aber das ist okay, Mann. Ja, ich habe letztes Mal bei Acetown drüber habe ich ein UFO gesehen. Ja, da habe ich sogar ein Bild von gemacht. Habe ich aber nicht gepostet. Da wird alles gechannelt, Mann. Das ist ein guter Punkt, Mann. Kommt alles zusammen. Okay. Ja, Jungs, ich habe hier, ich muss mal fragen, was ist überhaupt so dein Spezialgebiet, Curtis? Ich habe noch keins. Aber ich werde mich auf Cannabis spezialisieren. Ich werde Schamane. Genau. Heiße Viper. Ja. Mit einem Schamane. Ich werde einen Schamane, einen Ork-Schamane. So ein Ork-Schamane oder was? Ja.
Auch mit so Hauern vorne raus? Na klar, mit hohem Gearscore. Also, wie viel Gearscore? Yeah. Ja, was, das Maximalste, was Geld. Perfekte Scheiße. Ja, nee, hier, nee, nicht so, dass du so einen Höhenflug bekommst. Ach, Quatsch. Wie so ein Drache. Alles für die Leute in Los Santos. Ja. Yeah. Aber ich jetzt pennen. Okay. Ja, gute Nacht. Gute Nacht. Aber ich stempel mich aus. Ja, brav. Dr. Hühnchen, wir kriegen morgen Bescheid. Perfekt. Nochmal wegen dem Termin. Ich stempel mich jetzt aus und dann gehe ich nach Hause. Alles klar, mach das. Gute Nacht. Mach's gut. Ich wünsche dir was. Danke dir. Entschuldigung, das stört Dr. Chuck. Ich stempel mich aus und fahre nach Hause. Wir haben alles geklärt für morgen. Wunderbar. Okay, der Jacke. Danke. Die von Roxy. Ja. Gute Nacht. Was? Wie viele Medikamente hast du dir denn aus dem Spezialschrank genommen? Ich? Ja. 3 Joints. Okay. Bisher. Gut. Bitte, greife nicht mehr darauf zu. Ich schreibe das in die Akte. Haben wir Ärger bekommen? Nein, noch nicht, aber ich schreibe ins Protokoll, dass ich sie dir verschrieben habe. Und dann, aber greif bitte nicht mehr hin. Dr. Chuck, du hast echt keine Eier. Aber ich mag dich trotzdem. Ja, das ist okay. Wieder Video. Ja, geht nicht mehr so viel. Zu spät reingekommen. Egal, aber morgen ist ein neuer Tag. Morgen dann wieder pünktlich rein. Oh. Okay. Ui. Morgen dann pünktlich. Wisch auf, Junge, wisch auf. Aber WoW war auch doch cool. Ja, ja. Aber trotzdem, es geht ja um ein Main-Game. Irgendwann hat mir die Scheibe eingeholt. So nach Hause. Morgen dann ab 19 wieder. Ganz normal. Dann können wir auch richtig im Dienst. Wer ist etwa eine Kommunist? Sag Billy, was geht ab? Du New World-Süchtigen, Alter. Wie ist das neue Add-on davon? Ist gut? Macht Spaß? Und Bonzo, Dankeschön noch für den Reset im zweiten. Mit Wub Wub. 11 Minuten. Nachtruhe ab 0 Uhr. Ach, ihr Pendeal, Alter. Drecksgame. Warum zockst du das dann? Warum bist du gefangen in der Knete-Welt? Drama-Welt, warum Drama-Welt? Ey, aber die Karre klingt echt wie ein Rasenmäher. Und die Chantels und Kevin sind immer recht witzig. Wir haben vorhin noch drüber geredet, weil ich WoW gespielt habe, wegen Placement. Da habe ich gesagt, New World ist eigentlich gar nicht, also die haben richtig viele Sachen gut gemacht. Und ist mittlerweile sind auch spielbar. Aber diese deutsche Community, zumindest auf dem Server, wo ich war, ich weiß nicht gerade nicht, wie der hieß. Bruder, das kannst du dir nicht geben, Alter. Ich habe das gespielt, als ich gedodged habe. Hab ein bisschen Gearscore gefarmt, ab und zu mit Billy ein bisschen RP gemacht, so auf Kick. Und dann saß ich einen Tag vor Windsward, vor dieser Stadt, und saß oben auf dem Stein und hab so geguckt, was die Leute da so sich duellieren. Und dann haben die auf einmal angefangen zu reden, Alter, Voice Chat, ne? Bruder. Hast du überall im Hintergrund den Glasaschmecher gehört und so? Da waren so, weiß ich nicht, das sind so Menschen, mit denen du nichts zu tun haben willst. Also noch schlimmer als der schlimmste GTA-Server. Da habe ich mich gefragt, Bruder, was machst du hier eigentlich, Alter? Warum sitzt du hier und spielst dieses Spiel? Dann habe ich ausgemacht und deinstalliert.
Fliesentisch durchs Mikrofon gehört, ja, Mann. Aber diese guten Aschenbecher, ja. Hallo, OGP, OGPB. Wasana, Wasana. Hey, Dr. Chuck. Darfst du nicht... Ah, du bist bestimmt ausgelockt, ne? Bist du auf den Finger küssen. Und da der Main-Fokus von dem Spieler diese Kriege sind, bedeutet das im Prinzip, dass du mit den Leuten im Voice abhängen musst, um das Spiel wirklich zu spielen. So to the fullest. Und wer sich das freiwillig reinzieht, Alter. Weg. Mir geht's ganz gut, ich bin nur ein bisschen krank. Ich glaube, das hört man auch noch. Aber sonst gut, ich hoffe, dir auch. Fliesentisch zum Kurbeln, die kenne ich sogar noch, Alter. Unterm Tisch zum Kurbeln. Hast du die Elis schon gefahren? Welche Elis? Bei WoW die Dinger? Ich habe vorhin, habe ich mit dem mal die Quest da gemacht und war einmal Uldermann. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, das Gear noch zu holen. Im neuen Endon wirst du wahrscheinlich bei der ersten Quest schon Besseres bekommen. War auch krank, wurde eine Lunge operiert, aber langsam... Oh mein Gott. Gute Besserung. Was mit Warzone 2? Ach man, geh mal weg mit Warzone, Bruder, bitte. Ich bitte dich, Alter. Ah, das, ja, stimmt, das Erbstück könnte ich nur holen. Ja, ich werde wahrscheinlich eh ein bisschen zocken, so auf Stream. Stunde am Tag oder so. Werde ich mir nur holen. Bei einem Fliesentisch mit Kur bin ich eigentlich ein Mufti? Ja, Bruder, keine Ahnung. Neues Harry Potter Game, da kommt der jetzt nächstes Jahr. Im Februar. Das werde ich auf jeden Fall spielen. Wenn er denn gut ist. Ich hoffe, dass die da nicht verkacken, aber das habe ich ja schon 100.000 Mal gesagt. So. Chat funktioniert schon wieder nicht. Super. Klingt nicht wirklich gut. Ich klang vor einer Woche noch 100 Millionen Mal schlimmer als jetzt. So. Danke für heute, Chat. Dankeschön für den Support. Danke für alles natürlich. Sag ich immer wieder. Bin nur jeden Tag von Herzen dankbar dafür. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Bleibt gesund und wir sehen uns morgen. 19 Uhr. Ab in den Pommes, Mann. Gestern klang es auch schlimm, aber dafür heute viel besser. So sieht's nämlich aus. Gute Nacht. Bis nachher. Bleibt gesund. Lasst euch nie anquatschen. Und Dankeschön. Wirklich vielen Dank. Bye-bye.